Das ist ein bisschen zeitversetzt. Es wird eben aufgenommen in der Stadt hier in Wittlich. Und zwar unter anderem, wenn ich mir jetzt richtig informiert bin, kommen Ausschnitte von der Automobilausstellung und Ausschnitte aus der Innenstadt. Dann nicht, also nur Automobilausstellung. Also Automobilausstellung, die eben, sagen wir mal, von einer Viertelstunde aufgenommen wurden, sind, dabei wünsche ich Ihnen nun viel Vergnügen, 5 Minuten, glaube ich, ist der Beitrag lang und gute Unterhaltung. Ach, ich sehe schon, meine Damen und Herren, wir sind wieder auf Sendung. Wir hatten jetzt die wundervolle Ehre gehabt, in den 5 Minuten den Euro normalsterblichen Bürgern, so wie ich und alle anderen, die hier im Raum sind, mal ein bisschen näher zu betrachten. Und wie gesagt, Sie können ab... Wann war das jetzt nochmal? Sie können sich das gerne angucken. Ab 17. September dieses Startpaket kaufen für 20 Mark.
Und ab 1. Januar gibt es diese Euroscheine nur noch. Also die D-Mark ist gestorben, danke, meine Damen und Herren. Und sie halten dann nur noch, zum Beispiel hier ist ein 10-Mark-Schein. So sieht er aus. Jetzt werden wir hier ausgelacht hier. Das ist der zukünftige 20-Mark-Schein. Das der alte 40-Mark-Schein, der bei Fälschern sehr beliebt war. Da konnte man zum Beispiel 70-Mark-Scheine tauschen in 40er und 30-Mark-Schein. Aber wie gesagt, der Euro als offizielles Zahlungsmittel ab 1. Januar 2002. Aber ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir weitermachen. Wir haben Teilchen hier, wir haben hier irgendwelche zusammengeknitterten Zettel hier liegen. Wo ist Hermann? Das ist natürlich, das ist zum Beispiel eine richtige Live-Sendung. Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, was der andere macht, wo der andere ist. Ich frage jetzt einfach mal in die Regie. Regie, haben wir noch eine Matz vorliegen? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal einen Beitrag an. Und zwar, den haben wir eigentlich schon gesehen, ne? Wie Hermann, ja, die haben wir schon gesehen. Die haben wir beide schon gesehen. Haben wir uns irgend noch etwas, was man noch... Genau, eine wundervolle Sendung. Sie war am 1. Februar 2001, genau, am 1. Februar 2001 eine Sendung über einen Saloon, über den Saloon. Das ist eine oder war eine Musikkneipe in Wengerohr. Heute sind verschiedene andere Kneipen schon drin gewesen oder jetzt ist schon wieder eine andere drin, wie vor, keine Ahnung, vor wie vielen Monaten. Auf jeden Fall eine Sendung über den Saloon, da hat sich Land und Leute getroffen. Unter anderem war auch Hermann Josef als halber Meter drin, wo er noch halt zu seiner Hippie-Zeit. Er kann einiges darüber sagen. Und wir haben uns einfach gesagt, wir machen eine Sendung über den Saloon. Wir lassen Leute sprechen, die in diesem Saloon waren. Wir haben dort interessante Fotos gesehen von dem Hermann zum Beispiel, wo er noch Haare hatte, die bis hierhin gingen. Und auf jeden Fall, ich hoffe, das Band ist richtig gespult. Ich soll noch warten. Hier sieht man jetzt zum Beispiel wieder, wie sie jetzt hier alle schwer am Arbeiten sind. Na? Das ist sehr interessant hier. Dirk hier zeigt, warte. Der Sven, der ist am Rotieren, am Spulen. Und das Band ist fertig, meine Damen und Herren. Und ich sage einfach mal Mats ab, der Saloon, eine Sendung vom Februar 2000. Ich werde gleich mal ein paar solcher Lieder kurz anspielen. Ja, ist Oldie Time, oder? Ja, um so ein bisschen, ja, ist Oldie Time, ja. Dürftest du vielleicht noch jemanden grüßen? Ja klar, mach das. Ja, dann grüße erstmal die ganzen Jungs beim Altbeiburg vom Heiner in der Kneipe. Ja. Und da wünsche ich noch viel Spaß bei der Sendung. Das finde ich nett. Vielen Dank für den Anruf, das fanden wir toll. Jo. Na, viel Spaß noch. Einen schönen Abend. Jo, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, das war mal jemand, der den Saloon dann gar nicht gekannt hat und sich dann dafür interessiert hat. Ja, ich hatte es ja eben gerade auch dem Anrufer erzählt. Ich versuche mal so ein bisschen von dem Flair des Saloons rüberzubringen, indem ich so ein paar Sachen aus dem Saloon anspiele. Was hat man denn damals gespielt? Ich habe ja diese CD hier liegen. Nur mal, fangen wir mal von vorne an. So, was war, ja, ein Lied fängt gleich an mit The Baby von den Hollies. Wurde oft gespielt, weil ich es sehr oft gewünscht habe. Das war also mein Lieblingslied von den Hollies. An der Stimme des Sängers erkennt man nicht unbedingt, dass es die Hollies sind, weil man bei dieser Single einen anderen Sänger hatte wie sonst. Na? Regie, kriegen wir ein bisschen Musik auf die CD? Ist schon. Ah, da. Ja, das sind die Hollies, The Baby. Ja, während jetzt hier, kann man sagen, mein Lieblingslied während der Saloonzeit lief, gehe ich mal rüber ins Archiv und guck mal, ob wir irgendwie eine Schallplatte haben. Was habt ihr gerne gehört? Oh, was haben wir gerne gehört? Was habt ihr gerne gehört? So. Stones. Stones.
die Beatles. Haben wir alles da. Ich hole mal einfach so eine Platte und dann gucken wir mal, ob wir den Flair der alten guten Zeit irgendwie vermittelt bekommen. Ich gehe mal hier so ganz langsam. So, dann schauen wir mal. Ich würde dann sagen, wir gucken mal einfach bei den Singles nach. Was haben wir denn hier? Irgendwas Altes. Ja. Sonderheit. Barry Gibb, der von den Beach. Gute Rarität, aber ich will jetzt mal vielleicht eher nach einem Hit gucken, der damals gelaufen ist im Saloon. Schauen wir einfach mal. Und die dann auch noch richtig knistert. Was haben wir denn damals gehört? Climate Blues Band, auch nicht unbedingt. Dave Di Dozy, Biggie Megantich, wer kennt nicht? The Legend of... Ja. Ich hole sie mal gerade raus, The Legend of Xanadu. Ich leg's mal auf. Kommen Sie gerade mit? Ja, hier in unsere gute Stube. Guten Abend, Herr Wagen. So. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Stones geholt und nicht unbedingt die Beatles. Ich habe einfach meine Single rausgekramt. DJ Ötzi. Ja. DJ Ötzi, ja. Ich leg mal gerade das Mikrofon auf Seite. So, wer es also nicht mehr kennt, das ist also eine Single. Im Gegensatz zu den CDs, da sind wir, ja, im Gegensatz zu den CDs durfte man die also in der Rille nicht anpacken, weil die sonst verkratzt wurden und die haben sich dann furchtbar angehört. Also hier, das ist also Dave Di Dozy, Biggie, Mick and Titch. Und das war... The Legend of Xanadu. Ja, damals hat man noch gesehen, wie der Plattenteller sich gedreht hat. Ja, da werden alte Erinnerungen wach. Ah, es knistert auch schön. Ah. Für so eine Single. Heute geht man ja hin und tut ganz nervös auf dem Plattenteller hin und her schieben und dann kommt natürlich was ganz anderes bei raus, wie das, was man jetzt so zu hören bekommt. Ja, und verpackt. Was damals auch sehr interessant war, die Singles waren verpackt in sogenannte Plattenhüllen. Heute würde man sagen Covers, wo sind wir drauf? Wie? Ja. Und was sehr interessant war, auf der Rückseite hat man Werbung gemacht für andere Lieder. Zum Beispiel hier, das wurde das Cover abgebildet von Esther und Abi Ofari, Morning of My Life. Was haben wir noch? Heidi Prühl, Mein Weg zu dir. Dann von Vicky, Grünes Licht, Gerhard Wendland. Damals ganz groß und neu im Kommen, Musikkassetten, ja. Vico Toriani. Ja, dann hat man also richtig noch Werbung gemacht für die Künstler der damaligen Zeit. Ja. Wer kennt das heute noch? Eine Single. Da gibt es nur Maxi-CDs und sogenannte Longplayer oder wie heißen diese? Oder eine Doppel-CD, CD oder Maxi-CD. Da gibt es auch eine Minidisc, aber auch das ist ja langsam im Aussterben. Geht ja alles auf CD, MP3 und so weiter. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Ja. Ja, das mal jetzt so, wie gesagt, ein Beispiel für die Musik der Saloonzeit. Sie erkennen die Musik ganz deutlich am Rauschen und Knistern und Knacken. Und was heute von der damaligen Zeit übrig geblieben ist, dass eben die Knochen der damaligen Besucher vom Saloon heute knistern und knacken. Ja, ne? Wenn man sich diese Single anguckt, er hat auch schon bessere Tage erlebt. Ja. Ich höre gerade, wir haben einen Anrufer in der Leitung, von daher gehe ich mal hier aus der tollen Musik raus.
Herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ja, hier ist die Erika Werner. Eben habt ihr mich irgendwie auf dem Band gehabt, Erika Sartoris. Ah, so. Ja, hallo. Hast du bei der Verlosung gewonnen gehabt? Genau, ich hatte bei der Verlosung gewonnen. Ja. Ja. Hallo, guckst du die Sendung schon von Anfang an? Nee, der Nachbar hat mich angerufen und hat gesagt, du bist im Fernsehen gewesen. Guck mal schnell. Ja, toll. Kennst du die beiden älteren Herren hier neben mir? Ja, Friedhelm kenn ich und Klaus kenn ich auch. Der hat am Silvester noch schön Disc-Jockey gemacht, war prima, wie immer. Macht er das immer noch? Ja, ab und zu, glaube ich, ja. Hat er gut gemacht? Ja, super war es. Und auch die Sachen von früher aufgelegt oder mehr jetzt doch Richtung DJ Ötzi? Nee, lauter alte Sachen. Lauter gute Sachen sind gelaufen. Bist früher viel ins Saloon gegangen? Ja, so kann man sagen, ja, fast jeden Tag. Ja? Ich habe auch eine Zeit da gearbeitet. Ja? Ja, mit der Lydia zusammen. Mit der Lydia, ja. Und mit der Marlene. Der Marlene, ja. 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 Aha. Ja. Und viel Kohle gemacht damals. Konnte man eigentlich da reich werden? Hat der Walter gut gezahlt? Weil der Walter guckt nämlich jetzt auch zu. Und deswegen ist jetzt ganz interessant, mal die Frage zu stellen. Hat der Walter gut bezahlt damals? Also für meine Verhältnisse hat er gut bezahlt, ja. Ich war damals arme Schülerin und doch, ich fand, der hat schon sehr gut bezahlt. Ja? Ja. Das wird den Walter freuen. Da schlägt das Herz vom Walter natürlich höher. Kann man das von den Discjockeys auch sagen? Wurde der gut bezahlt? Die haben sich immer beschwert, ne? Guckt der Walter wirklich noch zu? Wir wollen ja keinen Streit mit ihm haben. Nee, es war schon in Ordnung. Ja. Also reich werden konnte man da natürlich nicht, aber es war für uns als Schüler oder Studenten ein schönes Zubrot, was man nebenher verdient hat. Ja. Und ich sage immer, man war ohnehin im Saloon, da konnte man auch was tun, da konnte man sich halt auch bezahlen lassen. Also du warst also auch zufrieden mit dem, was du da verdient hast? War da also schon okay. Wie lange hast du bedient da im Saloon? Also ich war ein paar Jahre, bis der Walter aufgehört hat. Bis der Walter aufgehört hat? Ja. Aha. Ja, war eigentlich schade, dass er aufgehört hat. Ja. Da lief dann eigentlich. Das haben viele gesagt, ne? Weil danach kam eigentlich so nimm mehr das nach, was man so gekannt hat vom ich sag mal klassischen Saloon. Nee, ja? Der Laden konnte man im Grunde genommen danach vergessen. Ja, ja. Also das ist dann immer weniger geworden. Schade, ja, schade. Leider. Ich denke, die jeweiligen Pächter hatten vielleicht ihr Bestes versucht, aber vielleicht war es auch ein Zeichen der Zeit, dass einfach irgendwo die Sache dann ausgelaufen war. Ja, das kann natürlich auch sein. War halt eben nicht mehr so. Ja. Und den Friedhelm wollte ich noch fragen, der hatte eben dieses Fotoalbum dabei. Hast du auch das Bild von dem Saloon, von dem Wagen, den man für Fasching mal gebaut hat und da drin gehabt? Ja, wir hatten wir ein Bild gezeigt, das war ein Fahrer, oder das sollte ein Fahrzeug gewesen sein. Nee, diese Kutsche. Kann sich noch daran erinnern, Peter, wir hatten nochmal diese Western-Kutsche gebaut. Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Hast du nicht dabei? Ich habe jedenfalls keine Fotos davon. Nee, ich habe jetzt auch kein Foto davon, ich hätte mal gerne eins gehabt. Aber an die Kutsche kann ich mich noch erinnern. Ja. Ja. Die wurde in mühevoller Kleinarbeit damals zusammengebaut. Ja. Endlose Wochenenden. Ja. Der Friedhelm sagte mir auch vor Beginn der Sendung, also er wäre bei vielen Dingen dabei gewesen, aber das würde noch lange nicht bedeuten, dass ich an viele Dinge erinnern kann. Also, ja. Ja, und das haben wir dann einfach mal so stehen lassen. Ne? Ja, ist okay. Und auch Discjockeys werden älter. Ah ja, gut. Ja, darf ich dich mal fragen, hast du irgendwie eine besondere Geschichte erlebt im Saloon, die du vielleicht mal uns erzählen kannst, zur allgemeinen Erheiterung? Ich weiß, ich kann mich am Moment dann gar nicht erinnern. Nee, eigentlich nicht. Ganz viele besondere Geschichten, aber da will ich jetzt keine von erzählen, zu persönlich. Ah ja, okay. Nee, das wollen wir dann ja auch nicht. Ja. Na? Okay. Cool. Ja, nett, dass du angerufen hast. Ja, ich hoffe, du verfolgst noch weiterhin die Sendung bis zum bitteren Ende. Ja, wenn du noch was von Bab spielen könntest, weil das haben wir mal gern gehört. Was von Bab? Verdammt lang her. Ja. Würde ja eigentlich jetzt passen. Beispiel. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das im Archiv haben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir... man wird jetzt ins Archiv gehen und kramen. Es gibt eine LP von Bab, da ist das Lied verdammt lang her drauf. Für Osterschnicke. Osterschnicke, das ist eine weiße Hülle. Für Osterschnicke. Was? Für Osterschnicke. Für Osterschnicke. Also, genau. Gut. Okay. Wir werden es spielen, wir werden es allerdings, seien wir nicht böse, nicht ganz spielen, weil das ist dann zu lang, aber ein bisschen anspielen, alte Erinnerungen zurückrufen. Okay. Werden wir tun. Ja. Ja? Viel Spaß noch. Okay, vielen Dank für den Anruf. Gell, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao, Erika. Tschö. Ja,
Zwischenzeit hat auch angerufen, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, angerufen hat eine Frau Monika Borsch aus Wittlich. Ich soll die jetzige Zeit nicht vergessen. Monika, natürlich vergesse ich die jetzige Zeit nicht. Ich vergesse auch nicht die Zeit, die unmittelbar nach dem Saloon folgte. Das war nämlich für mich persönlich die Zeit, wir hatten damals gesagt, die Königin der Nacht, das war die Gertrud Porco im Casino-Keller. Das war so die Zeit, die für mich nach der Saloon-Zeit folgte. Und auch diese Zeit war sehr, sehr schön. Da habe ich viele nette Erinnerungen dran. Wir können uns ja mal drüber unterhalten. Vielleicht machen wir mal auch da über diese Zeit eine Sendung. Laden wir die Gertrud ein und ein paar Leute, die früher dahin gegangen sind. Und ja, tun wir auch diese alten Erinnerungen ein bisschen auffrischen. Okay, Monika, ich verspreche dir das. Wir reden mal drüber. Ne? Ob wir eine Sendung machen, kann ich nicht versprechen, aber dass wir darüber reden. Na? Gucken wir mal. So, jetzt habe ich hier die Platte liegen von Bab, verdammt lang her. Die hole ich dann jetzt mal raus. Das ist allerdings nicht die, die ich gemeint habe, aber da ist das Lied auch drauf, das ist also kein Problem. Das ist jetzt im Gegensatz zu früher, ist das, zu eben, ist das eine LP. Da waren also jetzt mehrere Lieder drauf. Ich muss das Mikrofon auf Seite legen. So, für alle die das nicht mehr kennen, das ist also eine LP, da waren so ein paar Lieder mehr drauf. Wo haben wir es? So, die Kamera. Ja. So, hat auch ein Loch in der Mitte, war nur ein bisschen kleiner, deswegen muss ich jetzt den Adapter hier rausholen. Der heißt Puck. Puck heißt er? Puck heißt das Ding, ja. Das Loch oder das Teil für... Der Adapter. Der Adapter, ah. Puck. Kenne ich nur vom Eishockey, ja, genau. So, jetzt muss ich hier umstellen, die Geschwindigkeit, weil im Gegensatz zu der CD, wo man Minidisc und normale CD, ja... Und ganz normal abspielen. Ich habe keinen Ton. Ja, ich habe Ton. Ich habe Ton. Die Geschwindigkeit verändern. So. Jetzt. Muss ich mal gucken, den Arm hochheben. So. Jetzt sind wir wieder auf Sendung. Jetzt muss man durch den Nebel hier durcharbeiten. Wo ist die Kamera? Da? Ja. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir wieder zurück hier im Studio. Ich muss Sie leider enttäuschen. Und zwar, ich hatte im Vorfeld angekündigt, den zukünftigen Bürgermeister der Stadt Wittlich, den Herrn Busma. Der Herr Busma ist auch der Einladung gefolgt und kam auch hierher. Er hat nur gebeten, bitte zerrt mich nicht vor die Kamera. Ich war die Woche in der Zeitung gewesen und ich bin ja noch nicht der Bürgermeister von Wittlich. Und nun machen wir mal ein bisschen langsam. Lass das mal heute mit dem Interview sein. Wir werden ja in Zukunft genügend Gelegenheit haben, noch zusammenzuarbeiten. Und ich denke, wir vom Team, Holger, ne, wir haben das respektiert. Ja. Das ist für uns selbstverständlich. Ja, ist ja wieder ein Grund dazu, eine weitere Sendung zu machen. Natürlich, ich denke, wir haben Gründe genug für noch tausende von Sendungen zu machen und das werden wir in der Vergangenheit auch, wir werden das natürlich in der Zukunft auch tun. Gut, Hermann, es ist Zeit für dich rauszugehen. Na, wie gesagt, du signalisierst mir, Holger, erzähl den Zuschauern mal, also, warum ich rausgehe. Genau, Hermann geht jetzt raus, weil die Luft ihn nicht so gut bekommt hier drin. Wenn man das Ganze jetzt, das Licht jetzt mal runterfährt, und zwar jetzt das normale Studiolicht, dann sieht man, dass man mit einer ganz simplen Nebelmaschine beeindruckende Bilder machen kann. Man sieht jetzt also die Lichtstrahlen. Das ist zum Beispiel... in dem Fernseh- und Showgeschäft eigentlich ein Muss. Es gibt dann noch verschiedene andere Möglichkeiten. Da haben wir jetzt auch in nächster Zukunft eine weitere Sendung. Und zwar stellen wir Ihnen dort eine Art Pyrotechnik oder die Pyrotechnik vor, die in einem geschlossenen Raum gezündet werden kann. Also Feuerwerkskörper, die auf dem Boden gezündet werden, die quasi eine Fontäne bis oben zur Decke machen. Wir hatten damals bei der Weihnachtssendung, wo wir draußen das normale Feuerwerk hatten, hatten wir hier drin auch ein bisschen Pyrotechnik gehabt. Wenn Sie sich erinnern, es kam ein Feuerregen quasi die Wand hinunter. Man hat gemeint, es wäre so eine Art wie Wasserfall. Wer in Bernkastel das Feuerwerk schon mal gesehen hat, sieht dann am Burgturm oder an der Burg geht... ein Wasserfall runter. Das ist natürlich kein Wasserfall in dem Sinne. Es sind ganz normale Funkensprüher. Wie eine Nebelmaschine. Wir haben sie hier unten eingebaut. Per Knopfdruck zündet sie. Ja, ist warm genug. Und dann sieht man, dann werden die Lichtstrahlen sichtbar.
Es wird das Studiolicht mal runtergefahren. Man sieht also Lichtstrahlen. Das funktioniert natürlich nur, wenn es ein gebündeltes Licht ist, weil das andere macht ja quasi auch nur den Nebel wieder hell. Dann haben wir, wenn die Kamera jetzt mal nach oben zeigt, in die Lampen, verschiedene Farbfilter davor. Ich meine, das ganz normale Tageslicht ist eher ein bläuliches Licht. Deswegen wollen wir auch die anderen Farben, dass die ein bisschen mehr zur Geltung kommen, nicht nur blaue Farbfolien davor, oder wir haben überhaupt keine blauen Farbfolien davor, sondern grüne und gelbe, damit halt auch der Grünanteil und der Gelbanteil auf der Haut mehr zur Geltung kommt. Aber auch dann auch das Grüne, hier zum Beispiel von Hermanns künstlichem Efeu zum Beispiel. So, Hermann ist draußen, ich weiß jetzt nicht, guck jetzt mal, ich habe jetzt keinen Blickkontakt, hier der Dirk, der reißt hier schon unsere super Sessel hier durch die Gegend. Ich sehe das Kabel über dem Busbahnhof liegen, aber ob er Kontakt hat oder ob er schon einen Interviewpartner hat, sehe ich jetzt nicht. Dann kann ich Ihnen noch etwas zeigen, und zwar unser Logo an der Wand. Das Logo an der Wand, wenn die Kamera das jetzt mal zeigt, die gehen jetzt einfach mal hier rüber. Das Studiolicht noch mal gerade runterfahren. Ich meine, viele Leute fragen sich jetzt, wie macht man das? Oder besser gesagt, ist das aufwendig, so ein Lichtlogo zu machen? Nee, ist es überhaupt nicht. Also die Leute... ist der Ton noch in Ordnung? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob der Ton überhaupt reicht. Also sie brauchen keine aufwendige Technik dafür. Was sie brauchen, ist eigentlich ist nur ein DIA-Projektor und ein geeignetes DIA. Also signalisiert. Das ist ein DIA, was mit einem DIA-Projektor auf die Wand geworfen wird. Und zwar alles, was nicht durchleuchtet wird, ist schwarz. Und alles, was durchleuchtet wird, ist einfach gar nichts. Ist einfach nur diese weiß durchsichtige DIA-Folie. Dann auch ein sehr beeindruckender Effekt ist diese Wassersprudelsäule, die wir als Standard eigentlich haben. Das Wasser, oh je, ist ganz schön warm geworden. Als Standard bei der Hermann-Sendung. Daran erkennt man eigentlich, wenn diese Säule... Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. ...im Hintergrund ist, die sind ist Hermann dran. Und das ist jetzt mein Stichwort. Hermann ist dran. So. Und zwar, wir schauen einfach mal nach draußen. Jetzt, Hermann hat einen Interviewpartner gefunden. Sendung. Wir und stehen hier... am Busbahnhof, am Zebrastreifen, der modernen Art. Und ja, jetzt ist gerade grün geworden, hätten wir können ein paar Leute interviewen. Müssen wir wieder warten, bis die Ampel wieder auf rot springt und sich hier eine Menschenmenge ansammelt. Und da gucken wir mal, was die Leute so zu erzählen haben, wie es denn beim Tag der offenen Tür im offenen Kanal, aber da waren ja die wenigsten, aber beim verkaufsoffenen Sonntag, wie es denn da gelaufen ist. Na? Einfach mal schauen, wie die Leute reagieren. Gucken wir mal. Na? Jetzt weiß ich nicht, wie weit wir kommen. Ich stelle mich einfach mal hier in den Weg und halte mal ein. Wunderbar. Erstmal zum Sternbachsee. Sternbach. Wie nehmt ihr heute nicht am Verkauf? Sonntag teil. Aber schon, aber um dem Stress jetzt zu entgehen. Eine Radeltour. Eben. Wo habt ihr die Kinder? Zu Hause in der Stadt verteilt. Ja, macht einmal alleine eine Radtour. Na? Ihr habt schon große Kinder. Große Kinder und Kinder, kleine Sorgen, große Kinder auch gar keine Sorgen. Ah, und selbstständige Kinder. Okay. Jetzt wird's gleich rot, dann von der so. Gebracht werden. Okay. So. Soweit dies. Dann darf ich mal gerade in der Regie fragen, läuft in Ordnung? Kann ich da... Wie hier? Ja, dann kann ich... ...in die Flanke laufen. Ja, schauen wir einfach mal, wer da noch so alles kommt. Man müsste ja normalerweise meinen, die meisten fahren jetzt wieder nach Hause, aber da kommen immer noch Leute. Wie viele haben wir jetzt? 4:45? Naja. Okay, ihr bastelt ein bisschen an der Kamera rum. Habt ihr soweit alles im Griff? Geht noch weiter rüber? Ja, da kann ich mich gleich mit dem Mülleimer unterhalten. Ja, das dürfte von entfernt. Die kann man fragen, wie da was, ne?
Okay, Hermann, der Müll. Da kann man ein bisschen rum. Da sind noch ein paar wertvolle Dinge. Na? Also, wie sieht's aus? Klappt's nicht mit der Kamera? Okay, dann müssen wir die Sache einfach hier. Vorsicht, da liegt was. So rum. Dann müssen wir wieder ins Studio zurückgehen. Das hat also dann doch leider nicht sein sollen. Okay. Aber es war ein Versuch wert. Also, ich hoffe, ja. Es tut mir leid, Hermann, dass es nicht funktioniert hat, aber irgendwie haben wir da Kabelprobleme. Ja. Ich hoffe, du hast den Interviewgast oder den Interviewpartner mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Du hast ihn mitgebracht. Und ich darf jetzt vorstellen, liebe Zuschauer, live hier im offenen Kanal, die Mutter aller Gäste. Ich darf den Herbert Geiter begrüßen als Vorsitzenden. Herzlich willkommen. Er konnte bis jetzt noch nicht an unserer Sendung teilnehmen. Hallo Herbert. Hallo. Na, du warst noch nicht da, warum? Ich habe noch Dienst gehabt und habe mich jetzt gerade losgeeist. Eigentlich dürfte ich jetzt hier auch nicht sein, aber dank Handy ist das alles möglich. Ja, also, okay. Herbert, bei uns in den Sendungen pflegen wir immer den Gästen einen Platz anzubieten. Darf ich dich bitten, da mal Platz zu nehmen? Ganz kurz, für 2 Minuten. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja, und zwar, wir hatten also eben den Herrn Kohl hier. Der Herr Kohl ist Werbeleiter bei der Kreissparkasse in Bernkastel-Wittlich. Und der hat uns hier die Euromünzen vorgestellt. Jetzt ist natürlich hier ein paar Mal der Name gefallen. Der Herr Kohl von der Kreissparkasse Bernkastel-Wittlich, das ist das Stichwort Werbung. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern ein bisschen mal was sagen zum Thema Werbung im offenen Kanal, weil das ist ja so eine strittige Sache, weil es ist ja gesagt worden schon im Vorfeld der Sendung, dass man den offenen Kanal nicht dazu missbrauchen kann, um zum Beispiel einen Filmbeitrag zu drehen über seinen eigenen Betrieb und zu sagen, da stelle ich den mal vor und kann dadurch super Werbung machen. Das ist also nicht möglich. Thema Werbung im offenen Kanal, was kannst du jetzt dazu sagen? Gut, ich bin jetzt zwar ein bisschen überrumpelt über das Thema, aber an für sich ist es mir geläufig, weil ich das öfters erklären muss. Eben. Und ja, Werbung im offenen Kanal ist ganz einfach gesagt verboten. Werbung heißt also für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Firma, auch für Religionsgemeinschaften und politische Parteien, also politische Ansichten und so weiter. Es darf keine Werbung gemacht werden im offenen Kanal. Es gibt da natürlich Randbereiche. Werbung, glaube ich, hört da auf, wo ich nicht mehr für einen bestimmten Artikel werbe, sondern halt einfach nur einen Arbeitsprozess oder ein Handelsobjekt vorstelle, ohne jetzt da die Vorzüge hervorzuheben. Ich darf mich dafür also auch bei den Firmen bedanken, die uns unterstützt haben. Wie wir zum Beispiel hier diese Sitzgruppe, die ist ja auch von einem großen Möbelhaus hier aus Wittlich uns gestiftet worden. Die darf man ja dann, glaube ich, im Abspann oder wie heißt es, 2-mal pro Sendung erwähnen? Es gibt eine Faustregel, man darf solche unterstützenden Firmen oder Vereine, die darf man 2-mal in einer Sendung nennen. Und wir machen es also in der Regel so, dass diese Namen dann im Abspann mindestens 1-mal genannt werden und ansonsten in der Sendung auch nochmal genannt werden. Mhm. Das ist aber dann schon die Obergrenze. Mehr dürfen wir nicht mehr machen. Dann bewegen wir uns schon im grauen Bereich oder im dunkelgrauen Bereich. Mhm. Gut, jetzt eigentlich das, was wir hätten vorher Interview machen sollen. Herbert, du bist, sag mal zu deiner Person, du bist der erste Vorsitzende des offenen Kanals oder wie sagt man dazu? Vielleicht kannst du da deine Rolle mal genau definieren. Ist nicht ganz korrekt. Der offene Kanal selbst hat keinen Vorsitzenden, sondern ich bin der erste Vorsitzende vom Trägerverein des offenen Kanals. Trägerverein heißt, wir halten den offenen Kanal offen in Betrieb. Wir verwalten die Technik, wir verwalten die Termine und sind also ein gemeinnütziger Verein, der sich hier in Wittlich seit 1993 befindet. Und gut, wir sind also, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein, der diesen Sender hier, diesen Bürgersender aufrechthält. Bist von Anfang an dabei? Ja,
ein sogenanntes Gründungsmitglied, mhm. wie auch noch einige hier. Und wir bleiben treu bei der Sache. Mhm. Und der Zulauf ist zufriedenstellend? Oder sollte man jetzt Werbung machen für den offenen Kanal? Das wäre ganz gut. Also wir dürfen ja für unsere Sache selbst Werbung machen, im Gegensatz zu professioneller Werbung. Also wir hätten gern schon noch mehr Sendebeiträge. Wir können ja theoretisch 24 Stunden rund um die Uhr senden. Wir haben jede Menge Sendezeit und wir könnten auch durchaus mehr Beiträge bringen. Aber wie gesagt, wir sind ein Bürgerfernsehen und die Bürger sollen Beiträge produzieren und dann auch hier bei uns vorbeibringen und senden. Und wer jetzt nicht das technische Equipment hat, der kann also sich hier an den offenen Kanal wenden und kann sich also dann beispielsweise eine Kamera ausleihen. Voraussetzung ist jetzt aber dann dafür? Also es kann ja jeder. Jeder, der irgendeine Idee hat oder glaubt, er könne seine Idee veröffentlichen oder hier bei uns in Bild und Ton darbringen, kann zu uns kommen und kann eine Sendung produzieren und kann auch senden. Voraussetzung ist einmal, er lässt sich in eine sogenannte Nutzerkartei eintragen. Mhm. Dazu brauchen wir mindestens einmal die Vorlage vom Personalausweis. Ja. Und er muss also hier im Sendegebiet oder in dem sogenannten Nutzergebiet wohnen, arbeiten oder in Ausbildung sein. Aha. Mhm. So, Nutzergebiet heißt, das ist das Sendegebiet, da wo der offene Kanal zu sehen ist im Kabelnetz, plus die angrenzenden Kommunen. Mhm. Also alle Gemeinden, die an Bernkastel oder Tram-Trarbach oder Wittlich angrenzen, zählen zu unserem Nutzergebiet. Die können also jetzt sich dann beispielsweise eine Kamera ausleihen oder Stativ auch. Die Kassetten müssen sich dann aber allerdings selber besorgen, kriegen die ja nachher dann wieder zurück. Wichtig ist, denke ich, dass man allerdings das Filmmaterial dann in irgendeiner Form dann im offenen Kanal zur Verfügung stellt. Ich kann also nicht eine Kamera ausleihen, filme meine private Geburtstagsfeier, gebe die Kamera zurück und sage, vielen Dank fürs Leihen, es war schön gewesen. Ja, das ist natürlich auch eins von den Hauptmerkmalen hier bei uns. Grundsätzlich ist ja jede Ausleihe kostenlos. Also die Videokamera, der Schnittplatz, der Sendeplatz ist alles kostenlos. Die einzigen Unkosten, die dem Nutzer entstehen, das ist die Sendekassette oder beziehungsweise dort, die Kassette, wo er seine Bilder mit aufnimmt. Dann Obermerkmal ist natürlich, dass immer ein Sendebeitrag für den offenen Kanal bei rauskommen muss. Mhm. Ja? Es gibt, hat in letzter Zeit einige Schlaue gegeben, kamen dann hier hin und wollten eine Videokamera haben, für die Hochzeit zu filmen. Und dann kommt auch ein Sendebeitrag. Ja, selbstverständlich. Ja. Und dann haben sie eine Kamera geliehen und dann nimmer wiedersehen. Mhm. Aber solche Leute, die merkt man sich schnell und versucht man schon einen Riegel vorzuschieben. Da haben wir auch einige Mittel. Mhm. Aber grundsätzlich gilt also immer ein Sendebeitrag für den offenen Kanal. Was das jetzt für ein Inhalt ist und was da gesendet wird, das überlassen wir voll dem einzelnen Nutzer, dem Bürger. Er kann also theoretisch senden, was er will und was er möchte, nur es darf nicht gegen geltendes Gesetz verstoßen. Mhm. Gut, jetzt weiß natürlich nicht jeder, was gemeint ist mit geltendem Gesetz und es weiß auch nicht jeder, vielleicht mit den technischen Geräten umzugehen. Gibt es Personen, die man ansprechen kann, wie diese Gerätschaften funktionieren, wie man einen Film schneidet und wo trifft man diese Leute, wo muss ich dann hingehen? Also zunächst mal geltendes Gesetz ist ganz klar, alles was im Strafgesetzbuch drin geregelt ist oder im bürgerlichen Gesetzbuch, das ist also die Grundlage. Mhm. Man darf keinen beleidigen, man darf niemanden persönlich angreifen, man darf nicht offensichtlich die Unwahrheit verbreiten und natürlich auch nicht Werbung machen für verbotene Parteien, Pornografie, Rechtsradikalismus und so weiter und so fort. Mhm. Das ist also mal das eine. Und zweitens, selbstverständlich, jeder, der hier vorbeikommt und halt nicht so firm in der Technik ist oder Angst hat, die Technik anzugreifen, der kommt hier vorbei und wird dann auch unterstützt. Es sind genug Leute hier, die ihr Hobby ernst nehmen und auch ziemlich firm sind in der Technik. Und da lässt sich immer jemand finden, der einem mal einen Schnittplatz erklärt oder eine Kamera erklärt. Und ansonsten, wenn der Bedarf da ist, gibt es auch über die Volkshochschule oder über das Stadtbildungswerk die Möglichkeit, Kurse zu besuchen. Oder
Wir haben von Ludwigshafen, vom Bildungszentrum Bürgermedien, regelmäßig Kurse hier im offenen Kanal, die sogar kostenlos sind, wo man also seine Kenntnisse noch verfeinern kann. Ob man als Reporter gehen will oder ob man ein Theater aufzeichnen will oder ob man einen Spielfilm drehen will. Da gibt es also genügend Angebote. Nur mal hier bei uns anrufen oder vorbeikommen und sich diese Angebote mal anschauen. Ist bestimmt für jeden irgendetwas dabei. Kann man denn so im Groben mal sagen, wann so die Geschäftszeiten hier sind, wann man definitiv jemanden hier antrifft, weil so viel ich weiß, ist es ja nicht, das Geschäftszimmer nicht immer besetzt. Und es sind ja Ehrenamtliche, das heißt, sie sind in ihrem richtigen Leben ja irgendwo berufstätig und nicht immer verfügbar. Also denke ich, gibt es hier gewisse Geschäftszeiten. Kannst du da was dazu sagen? Ja, also ganz am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind. Und alle Leute, die hier mitarbeiten, arbeiten natürlich unentgeltlich. Wir haben also keinerlei Vergünstigungen von diesem Ganzen. Und wir sind also bemüht, diesen offenen Kanal als Trägerverein am Laufen zu halten. Dazu bieten wir in der Woche mehrere Öffnungszeiten hier im offenen Kanal an, auf unserer Geschäftsstelle. Die sind also in der Regel von 17 bis 19 Uhr. Mhm. Das heißt also Montag, Dienstag. Mittwochs machen wir mal ein bisschen frei. Ja. Und donnerstags und freitags ist auch nochmal jemand hier, immer von 17 bis 19 Uhr. Und dann haben wir samstags, für die Leute, die die ganze Woche über arbeiten müssen, haben wir samstags noch von 10 bis 12 auch die Geschäftsstelle offen. Mhm. Aber ich denke, diese Öffnungszeiten kann man auch dem sogenannten Rollband entnehmen, ja, was ja praktisch dann rund um die Uhr läuft. Ja, wir haben ja hier auf unserem Sendeplatz im Kabelnetz haben wir den sogenannten Rolltitel. Und da bieten wir einmal Informationen über unseren offenen Kanal selbst. Da sind auch die Geschäftszeiten drin und unsere Adresse und so weiter. Und wir bieten natürlich auch diesen Veranstaltungskalender, was, wann, wo. Und dieser Kalender wird zum Teil sehr rege genutzt und ich glaube, er wird auch in der Stadt gerne gesehen. Und bietet natürlich den Veranstaltern von Festen oder Konzerten oder sonst was, bietet natürlich auch eine Möglichkeit, ein breites Publikum anzusprechen. Wobei wir jetzt beim Thema sind, Publikum, ja. Der offene Kanal erreicht also zurzeit ca. 10.000 Haushalte in den Kabelnetzen Bernkastel, Wittlich und Dramen-Trarbach. 10.000 Haushalte und es gibt da also eine kleine Modellrechnung, die ich immer gerne aufstelle. Das heißt, es gab mal eine Erhebung, dass ungefähr 10% der Zuschauer beim offenen Kanal schon mal reinschauen. Kommt natürlich auf den Inhalt der Sendung an, aber in der Regel sind es ungefähr 10%. Ja. Und wenn ich jetzt von diesen 10.000 Haushalten 10% hole, habe ich 1.000 Fernseher, die schon mal eingeschaltet werden auf den offenen Kanal. Dann die andere Statistik, dass ungefähr vor jedem Fernseher 2,5 Zuschauer sitzen. Dann habe ich also 1.000 Fernseher mal 2,5, habe ich 2.500 Zuschauer, die ich ganz schnell und einfach, in Anführungszeichen, ansprechen kann. Mhm. Im Vergleich, wenn ich eine Gemeindehalle oder auf dem Marktplatz irgendwo 2.500 Menschen zusammenrufen will, dann muss ich vorher viel Werbung machen. Ja, ja, natürlich. Ja. Also da haben wir schon eine sehr große Bandbreite für Leute anzusprechen und leider wird es etwas wenig genutzt. Ja, ich denke, vielleicht haben wir ein bisschen Neugierde wecken können und Interesse wecken können durch das, was du gesagt hast. Ich denke, das ist jetzt fürs erste Mal eine Menge Informationen. Wer natürlich weitere Informationen haben will, kann sich natürlich gerne an den offenen Kanal wenden. Die Telefonnummer ist Wittlich 06571, dann die 3000 oder per Fax, da ist die Nummer? Fax 3007. Mhm. Wir haben aber auch eine Homepage, okwittlich.de. Wir haben E-Mail-Adressen, also wir sind rund um die Uhr zu erreichen. Erreichbar. Mhm. Ja, vielleicht, wie gesagt, meldet sich aufgrund dessen, was wir jetzt besprochen haben, der ein oder andere Zuschauer und ist vielleicht bereit, mitzuarbeiten, beziehungsweise mal hin und wieder einen Sendebeitrag zu liefern. Gut, Herr Hubert, ich bedanke mich, dass du dich da ganz spontan überrumpeln hast lassen für das Interview. Ja. Aber
ich denke, wir machen das also hier fast stündlich, dass wir immer wieder den offenen Kanal vorstellen, weil wir können ja davon ausgehen, dass die Zuschauer den ganzen Nachmittag auf Sendung sind. Mhm. Und so tun wir immer wieder durch kleine Interviews oder Gespräche einfach darauf hinweisen, was ist der offene Kanal, weil viele das auch missverstehen, weil sie einfach glauben, ich gehe jetzt dahin und melde eine Veranstaltung an und ja, dann kommt ein Kamerateam und macht mir die ganze Sache. Dem ist ja nicht so. Nee, das ist also nicht der Sinn der Sache. Wir sollen also vom Trägerverein aus keine Aufträge erledigen und wir können das auch nicht leisten. Wie gesagt, wir haben ja, wir machen die Sache ja grundsätzlich ehrenamtlich. Das heißt, wir verdienen unsere Brötchen irgendwo anders, nicht im offenen Kanal. Und dieses Brötchenverdienen braucht auch seine normale Arbeitszeit. Und wenn wir dann abends um 5 oder um 6 oder um 7 vor der Arbeit heimkommen, dann steht der Kopf nicht immer noch nach Videohobby. Ja. Und so eine Aufzeichnung von einem Konzert oder von einem Theater, das ist ja auch nicht so aus der Hand zu schütteln. Das bedarf ja einiger Vorbereitungszeit und auch einiger Technik, die man da aufbauen muss. Und das kann man nicht jeden Tag machen. Nee. Und selbst wenn man es jeden Tag machen würde, könnte man noch nicht jeden Wunsch befriedigen. Das ist klar. Gut, okay. So, dann habe ich von der Regie jetzt den Hinweis bekommen, dass wir nochmal eine Matz einblenden. Und zwar zeigt die Matz Aufnahmen von der Wittlicher Wirtschaftswoche im vergangenen Jahr. Und ja, was da so alles passiert ist, das kann man jetzt sich in der Matz anschauen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Kommt die Matz? Dann Matz mal. Guten Tag, liebe Zuschauer, nicht nur hier auf der Wirtschaftswoche, sondern auch vor dem Fernseher, sobald es dann letztendlich ausgestrahlt wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Star TV. Ich sage ganz bewusst Star TV alleine, weil sonst heißt die Sendung Star TV live. Wir senden dann aus dem Studio, das ist von hier leider nicht möglich. Ich darf gleich sagen, wir senden aus dem Saunabereich der Wirtschaftswoche, der Wittlicher Wirtschaftswoche, denn es ist hier wahnsinnig warm. So, was haben wir heute alles vor in unserer Sendung? Zum einen haben wir ein Gewinnspiel. Wir haben verschiedene Preise, die man gewinnen kann. Gewinnen kann der, der als Zuschauer hier die Sendung verfolgt und der nachher die ein oder andere Gewinnfrage beantworten kann. Dann darf ich darauf hinweisen, dass man Informationen zur Sendung Star TV auch dem Internet entnehmen kann. Unsere Adresse, die ab morgen früh freigeschaltet ist, kann man hier entnehmen, also www.startv-wittlich.de. Sie werden entschuldigen, wenn ich zwischendurch mir mal an die Stirn fahre. Das hat einfach damit zu tun, dass die Sauna hier wirklich auf Hochtouren arbeitet. Aber nichtsdestotrotz wollen wir nun anfangen. Ich darf den ersten Gast begrüßen, nämlich den Bürgermeister von Wittlich, Herrn Hagedorn. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Hagedorn, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind, sich bereit erklärt haben. Sie erstmal nur mal so zur Information. Wie wollen Sie oder wie werden Sie angesprochen? Herr Bürgermeister, Herr Ortsbürgermeister, Herr Stadtbürgermeister, Herr Hagedorn, Herr Peppone? Das ist in Rheinland-Pfalz gar nicht so einfach. Es gibt ja hier so viele Sorten Bürgermeister, vom Oberbürgermeister über Stadtbürgermeister und Bürgermeister der Stadt und Ortsbürgermeister, dass kein Mensch mehr durchblickt. Deswegen, ich trage einen einigermaßen vernünftigen Namen und Sie können mich gerne Hagedorn nennen, das am allereinfachsten. Gut, dann verbleiben wir so, Herr Hagedorn, bei dem Namen. Ja, Herr Hagedorn, mal einige Fragen an Sie in Ihrer Funktion als Bürgermeister. Herr Hagedorn, seit wie vielen Jahren sind Sie eigentlich nun schon Bürgermeister hier in Wittlich? Seit 1982, das sind jetzt nahezu 19 Jahre. 19 Jahre? Sind Sie schon ein halber Wittlicher? Ich hoffe so allmählich, weil ich kann ja eins nicht nachholen. Ich kann hier nicht mehr nachträglich geboren werden. Ansonsten fühle ich mich zumindest als Wittlicher und ich denke, langsam wird es auch so gesehen. Mhm.
in 19 Jahren Bürgermeister schafft, um das mal so zu sagen, denke ich, ist viel geschehen. Können Sie uns ein bisschen darüber berichten, was so in der Vergangenheit unter Ihrer Regie Wesentliches gelaufen ist? Gut, Sie gestatten mir, dass ich zunächst mal sage, mit meiner Regie ist das natürlich so, das klappt ja alles nur, wenn da viele mitmachen. Das ist eine Selbstverständlichkeit zwar, muss aber gesagt werden. Der Bürgermeister ist ein Organ in der Stadt und der Stadtrat ist ein weiteres und es gibt Ausschüsse und es gibt zum Schluss die Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Und nur gemeinsam geht überhaupt irgendetwas. Aber mit diesem Vorzeichen sind natürlich 19 Jahre eine lange Zeit. Ich kann jetzt sicherlich nicht den Versuch unternehmen, das wollen Sie auch nicht, alles aufzuzählen, was wir hier gemacht haben. Ich will vielleicht nur die Entwicklungslinie mal aufzeigen, die wir in den ganzen Jahren und jetzt und auch in Zukunft durchhalten werden. Das sind die Komponenten, auf die es hier bei uns ankommt. Arbeiten, Wohnen, Bildung und Freizeit. Das alles zusammen in einer vernünftigen Umgebung, in gesunder und heiler Umwelt ist im Grunde unser Ziel und alles, was wir tun, richtet sich danach aus. Die Dinge, die jetzt genannt werden könnten, ich will es versuchen, an einem Beispiel klarzumachen. Wir versuchen insbesondere ja mal vom Grunde her natürlich Wohngebiete auszuweisen, das gelingt. Der Wohnungsmarkt in Wittlich ist so, dass derjenige, der hier eine Wohnung sucht, sie auch findet. Wir haben versucht, die Schulen in einen Stand zu versetzen, soweit wir in unserer Trägerschaft haben, dass wir von sehr guten Voraussetzungen für unsere jungen Leute sprechen können, ganz wichtig. Das beginnt natürlich beim Kindergarten. Alle Kindergärten in Wittlich können sich sehen lassen, die in den Stadtteilen genauso wie die in der Stadtmitte. Wir haben die Sportanlagen ausgestattet, so dass dieser Bereich auch in einer Weise zusammen mit den Vereinen, und da bin ich auch bei der Vereinsförderung, gestaltet werden kann, dass die bürgerschaftlichen Aktivitäten, die ja im Sport, im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich unverzichtbar sind, von uns gestützt werden, durch Hilfe natürlich, aber auch durch vernünftige Zuschussrichtlinien. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Teil und lassen Sie mich in dem Zusammenhang auch sagen, ich bin also mehr, Sie merken das schon, bei den weichen Programmteilen bei uns, dass wir eine Stiftung vor 10 Jahren ins Leben gerufen haben, die ihrerseits auch dazu beiträgt, die Initiativen, die in Wittlich kommen, mit weiter zu unterstützen. Große Baumaßnahmen jetzt aufzuzählen, ist vielleicht müßig, das können die Wittlicher ja selber in der Stadt sehen, da verändert sich fortwährend etwas. Ich erinnere nur daran, dass wir jetzt schon bald vor 20 Jahren angefangen haben, die Parkplatzsituation in Wittlich, ich denke mal für die Region, vorbildlich auszugestalten. Verkehrsführung und Ausbau der Straße, ich erinnere jetzt an die letzten Dinge, Kreisel, was wir jetzt auch vorhaben, weitere Kreisel so zu gestalten, dass die Stadt gut erreichbar ist. Diese Veranstaltung heute zeigt ja auch, dass es funktioniert, dass unsere Parkplätze auch gebraucht werden. Und insofern könnte ich jetzt also fortführen, ich könnte von der Oberstadt sprechen, von Busbahnhof sprechen, von Feuerwache sprechen, von vielen Dingen. Ich meine aber, dass das vielleicht jetzt als Rückschau unsere Zuschauer so furchtbar nicht interessiert. Sie kennen unsere Stadt genauso wie wir beide auch. Ich will das mal dabei belassen. Ja. Kann man so mal als persönliches Statement sagen, sind Sie mit dem, wie es in den vergangenen 19 Jahren gelaufen ist, zufrieden? Würden Sie heute vieles anders machen? Nein, ist anders müßig. Machen. Ja. Ja, es ist natürlich müßig, das natürlich jetzt noch mal Revue passieren zu lassen, aber mal im Groben an sich, schauen Sie aus Ihrer persönlichen Bilanz auf eine erfolgreiche Zeit zurück, bis jetzt. Also es gibt natürlich immer Dinge, die man gerne anders gehabt hätte, weil die Umstände so waren, ist es halt nicht gelungen. Ich erinnere nur an einen Punkt, der uns viel, viel Arbeit gemacht hat und der nachher dann nicht so geworden ist, wie wir wollten, das ist in der Karstraße das Rathaus hinzubauen. Das gehört mit zu den Dingen, die haben wir nicht hingekriegt. Das jetzt im Nachhinein nochmal aufzuarbeiten, ist müßig. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, befinden wir uns auf dem richtigen Weg und ich glaube, dass die Arbeit der Stadträte in diesen 19 Jahren, vergessen wir nicht, auch die Arbeit derer, die vorher Verantwortung trugen und deren Linie wir ja auch fortgezogen haben, nicht umsonst war und dass wir nicht mit Selbstzufriedenheit, aber doch mit Zufriedenheit auf die letzten Jahre zurückschauen können. Mhm. Ja, gut, vielen Dank. Dann wollen wir jetzt mal auf andere Dinge zu sprechen kommen. Ich denke, wie Sie das eben auch gesagt haben, es ist also so, dass viele Projekte in Wittlich gelaufen sind, wo die Bürger durch die unterschiedlichsten Medien darüber informiert wurden, teilweise auch in die Projekte integriert wurden. Von daher kommen wir jetzt mal weg von Ihrem Amt als Bürgermeister. Kommen wir einfach mal zu lockeren Dingen wie persönliche Fragen, die ich an Sie hätte. Und zwar, Herr Hagedorn, wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, wen hätten Sie in Ihrem Leben gerne als Bruder gehabt?
Der würde Ihnen da einfallen. Muss ich lebende Leute nennen oder können das auch Fotos? Das ist Ihnen überlassen. Also, wenn ich so gefragt werde, dann würde ich schon eher sagen, es müsste jemand gewesen sein, und das hätte mich sehr gefreut, einen solchen Bruder zu haben, der entweder aus dem Bereich der Seefahrt kommt oder dem Bereich der Kunst. Also greifen wir mal ganz weit zurück. So ein Bruder wie Magellan hätte mir gut gefallen, nicht? Vorausgesetzt, ich hätte mitfahren dürfen. Ja. Oder ein Bruder wie Picasso hätte mir auch sehr gut gefallen, von dem hätte ich noch viel lernen können. Mhm. So in diese Richtung hinein wäre es sicherlich eine große Erweiterung des Lebenskreises gewesen. Oh ja, gut. Ja, wo würden Sie denn später mal gerne leben oder Ihren Lebensabend verbringen? Das steht schon fest, das ist wirklich. Das ist wirklich? Ja. Oh, wunderbar, das ist ja kurz und prägnant. Können Sie sich noch daran erinnern, für was Sie Ihr erst verdientes Geld ausgegeben haben? Ja, da müssen Sie mir mal einen kleinen Moment nachdenken lassen. Mein erstes Geld. Also, das ist ja schon ein bisschen her, ich bin ja nicht mehr so ganz grün. Aber ich meine, ich habe mir damals zuallererst einen Stuhl gekauft, den ich in einem Schaufenster gesehen habe und den ich heute noch besitze. Ich meine, das war mein erster, ein Stuhl. Erster Kauf, einen richtigen Stuhl mit Lehne, auf dem man sitzen kann. Und der war so stabil, dass er mich also ertragen hat die ganzen Jahre. Ja. Aha. Gut, ein Stuhl. Ja, das ist es keiner. Es war ein Stuhl mit Lehne. Ja. Und Sie besitzen den heute noch? Ich habe den heute in der Originalfarbe oder schon mal lackiert? In der Originalfarbe, ja. Neu bezogen, so Polster oder? So ein dänisches Möbel, wissen Sie, so Naturholz, und den kann man nicht streichen. Sollte man nie was machen. Gut. Aha. Ja, üben Sie regelmäßig Sport, beziehungsweise in welcher Disziplin würden Sie gerne bei Olympia antreten? Oh je, jetzt haben Sie mich zu fassen. Also da haben Sie einen meiner schwachen Punkte. Ich sollte regelmäßig Sport üben, tue es aber nicht. Ich bin mal ein ganz guter Schwimmer und auch mal ein ganz guter Läufer gewesen, aber das ist so lange her, dass ich fast sagen muss, in einem anderen Leben. Also in Olympia könnte ich heute noch bestenfalls als Schiedsrichter oder als Starter auftreten, aber nicht mehr als Sportler. Aber ich kann mich mal daran erinnern, vor vielen Jahren haben Sie mal einen Wittlicher Stadtlauf mitgemacht. Ja, das stimmt. Ich sagte ja, das ist lange her, ich konnte mal ganz gut laufen. Ja. Was ich heute vorzuzeigen habe, ist also eher so, dass ich nach 5 Kilometern Sauerstoffzelt brauche. Aha. Gut. Hatten Sie als Kind oder als Jugendlicher ein Vorbild gehabt oder mal die Bravo gelesen und Starschnitte ausgesammelt? Nee, das gab es damals, glaube ich, noch nicht mal. Weiß ich nicht. Also Bravo ist mir durch meine Kinder zwar schon nachher ein Begriff geworden, möchte was sagen, leider. Aber da tue ich mich schwer mit Vorbildern. Es gab viele Menschen, die ich geschätzt und bewundert habe, aber so ein einzelnes Vorbild mit Namen zu nennen, wäre jetzt nicht möglich. Mhm. Ja, wenn Sie jetzt vom Rathaus nach Hause kommen und schalten Ihre Stereoanlage ein, welche Musik bevorzugen Sie? Das ist einfacher. Ich bin also ein großer Freund der Oper und der klassischen Musik. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich mal was brauche, wo man wegkommt mit den Gedanken, dann höre ich mir gerne an La Bohème oder Don Giovanni oder eben auch eine schöne Oper von Mozart oder ein Konzertstück oder Beethoven, das ist so meine Richtung. Ja, und dann wäre es ja eigentlich optimal, Sie setzen sich auf Ihren Stuhl. Ja, das ist uns nicht so genießen, ganz falsch. Genießen dann die Oper. Ja, jetzt kommen wir auf eine Frage zu sprechen, wo wir eben eigentlich schon drüber geredet haben, beziehungsweise wo Sie den Bogen schon hingespannt haben. Welches Landschaftsmotiv hätten Sie gerne als Gemälde in Ihrem Wohnzimmer? Das wäre ja dann vielleicht wünschenswerterweise von Picasso gemalt. Also der Picasso hat auch Landschaften gemalt, man möchte es nicht glauben, aber das hat er. Aber und da sind wir auch schon ziemlich nah dabei. Also wenn, dann würde ich schon gerne was Mediterranes haben, vielleicht von den griechischen Inseln. Da war Picasso zwar nicht, jedenfalls nicht als Maler, aber das ist so die Welt, in die ich auch in 14 Tagen mal wieder für eine Woche abtauche. Ja. Und das könnt ihr mir schon vorstellen, ja. Ah ja. Gut, da wissen wir also auch, was wir Ihnen mal schenken könnten. Ja, wenn, zwar nicht von Picasso, aber wenn es dann mal... Es gibt noch mehr Maler. Wenn sich diese Frage... jemanden stellen sollte, dann weiß er, wie er darauf zu reagieren hat oder wie er das organisiert. Ja, Herr Hagedorn, sind, wie Sie eben sagten, seit 19 Jahren Bürgermeister unserer Stadt. Da stellt sich natürlich auch die Frage, kennt er auch wirklich unsere Stadt? Und da hätten wir auch einige Fragen an Sie. Mal sehen, ob Sie die beantwortet bekommen. Herr Hagedorn, wissen Sie eigentlich, wie viele Bronze-Schweinefiguren vor dem Busbahnhof sind? Wie viele das sind? Ich meine, Holger, hörst du mich? Der Eber, Mikro? Eine Sau und meine Damen und Herren, wir brechen jetzt mal gerade hier. Wir haben schon abgebrochen.
Das war eine Aufzeichnung von der WWW 2000 unten im Gewerbegebiet. Warum ich jetzt dieses Funkgerät in der Hand habe und die Taste drücke, ist ganz einfach, weil wir ja draußen keinen Lautsprecher haben und ich den Hermann auch nicht sehen kann. Er mich aber jetzt hierdurch hören kann. Ja. Wir probieren das einfach mal. Hermann! Ja, Holger? Du kannst mich hören. Ich kann dich hören. Das ist ja Technik, die hier begeistert. Ja. Mit einfachen Mitteln. Kannst du mich auch sehen? Nein. Das ist aber schade. Ich kann dich jetzt hier nicht sehen. Du kannst mich ja auch nicht sehen. Nee, aber dir entgeht was. Hermann, ich sehe jetzt gar nichts. Du musst jetzt ein bisschen mir erklären, wo du bist. Also, ich befinde mich auf dem Wittlicher Busbahnhof. Weißt du, wo das ist? Ich weiß, wo das ist, ja. Ja, das ist also im Herzen von Wittlich. Manch anderer würde vielleicht sagen, das Herz von Wittlich ist irgendwo anders, aber wir sagen mal, da wo der OK ist, da ist das Herz von Wittlich. Also und du bist jetzt auf der Suche nach Interviewgästen. Ganz genau. Auf der Suche nach Interviewgästen und hoffe, ein paar Gesprächspartner zu finden, die uns ein bisschen was erzählen können. Aber du hast noch nichts gefunden, oder? Wenn ich was gefunden habe, sage ich dir Bescheid. Aber bin ich denn noch schnell auf Bild? Auf Sendung? Du bist dann auf Sendung, wir gucken das Ganze jetzt mal. Ja. Ich habe, glaube ich, einen Interviewgast. Du bist sogar drauf. Nein, jetzt bist du wieder nicht drauf. Wir verfolgen einen Interviewgast mit. Holger, ich habe einen Interviewgast. Du hast einen Interviewgast, dann schalt mir jetzt direkt live nach draußen. Herzlich willkommen, Sie sind der Herr. Aha, wir machen hier eine Sendung vom offenen Kanal und wir begrüßen also sämtliche Leute, die eben hier von der Veranstaltung Verkaufsoffener Sonntag sind. Und ich höre gerade von der Regie, ich muss ein bisschen näher rankommen. Wir begrüßen diese Leute und wollen einfach mal fragen, ob es Ihnen gefallen hat auf dem Verkaufsoffenen Sonntag. Was? Oh, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, das Wetter war gut. Nee. Gar nicht sprechen, ich bin ja größtlich operiert worden. Aber dann bin ich ja gut gefallen. Also, was soll ich? Ja. Sind Sie jetzt auf dem Nachhauseweg? Ja, ich wollte mit dem Bus nach Hause fahren. Aber da ist keiner da. Keiner da? Kein Fahrer da. Nee, aber Sie haben keine Bedenken, dass Sie nicht mehr nach Hause kommen? Nee, dann nehme ich das. Ich bin da nur wegen Ruhe. Ah ja, dann wird das. Dann werden Sie schon irgendwie nach Hause kommen. Ich hab gar nicht da, nicht. Ich hab kein Auto mitgenommen, weil hier kein Parkplatz vorhanden ist. Okay, gut, dann noch viel Spaß und trinken wir, dass sie doch irgendwie möglichst bald dahin kommen, wo sie hinwollen, nämlich nach Hause. Na? Ja, ah, ja, da ist der Holger. Ich bin jetzt mal. Da habe ich ja noch einen weiteren Interviewgast, ne, den Holger Günther. Ja, das kannst du dir aber abschminken, aber direkt. Ja, es sieht ein bisschen. Ja, ein bisschen wenig aus. Ja, es ist allgemeine Aufbruchstimmung hier nach diesem verkaufsoffenen Sonntag. Während vor 3 Stunden noch die Ameisenstraße stadteinwärts führte, ja, geht es jetzt wieder Richtung Parkplatz. Ja, ein sehr interessantes Fortbewegungsmittel, das da, muss man sagen. Völlig ungefährlich. Die müssen den Fahrradfahrer irgendwie festhalten. Das sind die ersten Fahrversuche, wie das aussieht. Aber sehr beeindruckend, ja. Ja, warten wir noch auf weitere Interviewgäste. Ich meine, Hermann, du bist das ja gewohnt, draußen zu stehen. Ja. Komischerweise, wenn man mal nach oben guckt, du hast ja die schlechte Erfahrung gemacht. Keine jedes Wolke Mal, wenn du draußen warst, hat es dann angefangen zu regnen, aber erst dann angefangen zu regnen. Ja, als die Sendung begonnen hat, beim Aufbau natürlich nicht. Nee. Also wir haben es also noch geschafft, alle Sachen aufzubauen. Aber ich guck mal, ob ich hier irgendwie an Interviewpartner noch rankomme. Entschuldigung, ist jemand bereit für ein kleines Interview? Also wenn Hermann auf der Suche ist, ich zeige Ihnen jetzt niemand mal was. Niemand! Angst! Wer? Ist auch nur live. Gerne. Nee. Zu der Kindersendung kommen möchte. Die ist am Tag der Deutschen Einheit hier live. Und zwar bei den 3 Schweinen. Auf der Wiese, falls die Kamera das jetzt mal zeigen kann, also da auf der Wiese, wo jetzt ein Passant sich auf das 4. Schwein, da wird sich Hermann auch hinsetzen. Am Brückenpfeiler, der jetzt durch den Bus leider bedeckt ist, wird eine Musikgruppe auftreten. Wen verraten wir noch nicht. Aber wer kommen möchte, wie gesagt, am Tag der Deutschen Einheit, am 3.10.2001, ab
14 Uhr senden wir live von der Wiese. Wer es verpasst hat, kann es ab 18 Uhr nochmal. Und ich muss hier sagen, also diese Taube da, die sieht ein bisschen regungslos aus. Ja, das passiert auch. Das ist eine wirkliche Taube. Ist doch keine wirkliche, war eine wirkliche Taube. Und ich weiß nicht, was Hermann hier draußen macht. Und ja, Hermann, jagen. Willst du jetzt weiter draußen bleiben oder kommst du wieder mit nach Hause? Ich bleib mal hier draußen. Mach du das mal da drin. Ich versuche mal den ein oder anderen Interviewpartner oder Partnerin zu bekommen. Also Hermann bleibt draußen. Drin. Gucken wir mal, was sich da an Möglichkeiten bietet. Es gibt ja doch noch ein paar, die einwärts gehen. Entschuldigung, hätten Sie 2 Minuten Zeit für ein kleines Interview? Ein kleines. Nö, die Damen. Doch, 2 Minuten. Sie. So, Hermann ist immer noch auf der Suche nach draußen. Kommen Sie mal gerade zu uns, da haben wir eine Kamera. Also ich weiß nicht, was er da kommen macht. Kommen Sie mal, brauchen keine Angst zu haben. Wir beißen nicht, wir verkaufen noch nichts, wir wollen uns nur gemütlich unterhalten. Kommen Sie gerade, weil da hinten ist die Kamera, kommen Sie gerade zu uns. Ach, wollen doch keine Angst haben. Ist doch nur live. Bitte. Oh, das ist nicht gesagt. Also Hermann unterhält sich gerade. Okay, man soll niemanden zu seinem Glück zwingen. Interviewgäste zu bekommen. Tja. Gut, vielleicht dann einfacher, wenn auf die Nikolaus nächsten, die vielleicht hätte, sich einem Interview stellen. Die Damen bekommen. Sind so weit weg, dürfen wir sie vielleicht für ein Interview bitten? Aber nee. So geht das hier bei uns. Sie wollen nach Hause. Jetzt guck ich mal, klappt das mit dem Ton? Sie wollen nach Hause. Kommt die Kamera nach. Ich darf mich mal zu Ihnen setzen. Wohin wollen Sie denn nach Hause? Nur nach Wengerrohr. Nach Wengerrohr. Und Hauptbahnhof. Wittlich Hauptbahnhof. Und dann fahren Sie weiter? Nein. Nein. Nur bis zum Bahnhof. Wohnen Sie im Bahnhof? Wir wohnen in Wengerrohr. Nicht am Bahnhof, aber im Ort. Also, sind Sie... Beute Wittlicher. Sie sind beide Wittlicher. Beute Wittlicher. Die haben uns doch kassiert, die Wittlicher. Wir sind doch Wengerrohr gewesen. Oh, dann sagen Sie uns mal ein bisschen mehr dazu. Ja, genau. Der Bahnhof hat sich geklaut, der hieß Wengerrohr, jetzt heißt er wirklich. Ne, die wollen hier ganz was anderes hören, gell? Die wollen hören, wie es heute hier war, ne? Das können Sie uns auch erzählen, aber wenn Sie schon gerade dabei sind, Ihren Frust abzulassen, das können Sie gerne tun. Ich habe keinen Frust, Gottes Willen. Das haben wir schon dran. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, würde das noch Wengerrohr Bahnhof heißen? Natürlich, ja. Das war am Anfang hier sehr schwierig. Da kamen hier so viele Leute, Fremde, an in Wengerrohr und haben gemeint, sie wären in der Stadt Wittlich. Ja. Dann kamen sie in unsere Straße, wir wohnen in der Nähe. Wie weit ist es noch bis in die Innenstadt? Aha, sonst, da habt ihr noch weit, habt ihr noch 4 Kilometer. Ne? Die Leute waren dann eben, das war am Anfang, ne? Da war das sehr schwierig. Ja, ich denke, es gibt auch eine Menge Probleme, wenn die Leute Fahrkarten lösen bis zum Bahnhof Wittlich und dann eigentlich die Überraschung erleben, dass sie dann noch eine Buskarte nach Wittlich lösen müssen. Ja, da kamen junge Familien mit Kindern an und halt dachten, sie wären in der Innenstadt. Wahnsinn, Wengerrohr. Und seit wann ist jetzt diese Umstellung? Oh, das sind schon einige Jahre. Wie lange ist das? Oh, das sind schon viele Jahre jetzt. Oh, ich kann da die Jahreszahl, weiß ich auch nicht mehr. Ja, sind schon einige Jahre. Haben Sie sich schon mittlerweile dran gewöhnt? Das wissen wir jetzt. Ist nichts Neues mehr. Gut. Ja, kommen wir zurück zum heutigen Tag. Sie waren in Wittlich, dem Vorort von Wengerrohr, ja, zum verkaufsoffenen Sonntag. War sehr schön und war sehr, sehr viel Betrieb. Da war ich sehr überrascht. Wir waren im Altenheim, ne? Ja, und in der Messe heute Morgen zuerst und dann im Altenheim anschließend. Sozialstation war ja heute in der Stadt. Ach so, und das haben Sie sich angesehen? Das haben wir uns angesehen und das war auch sehr ansprechend. Da waren wir noch in der Innenstadt, waren in der Stadt, alles geguckt, der Bauernmarkt, da war allerhand Betrieb. Haben Sie denn, aber wenn Sie jetzt so gezielt auf das Altenheim zugehen, haben Sie da irgendwelche Verbindungen dahin? Kennen Sie jemanden, Tante, Onkel? Das schon mal und bin auch selber in der Seniorenbetreuung tätig. Da hat man schon eher Interesse, das mal zu gucken. Ne? Dann erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihre Seniorenbetreuung. Ja, was heißt das? Das ist bei uns in Wengerrohr ist jeden Monat eine Seniorenbetreuung und dann werden wir die Alten werden mit einem Programm mit Kaffee und Kuchen versorgt und das findet jeden Monat statt. Oder die Alten und Kranken werden besucht. Ne? Das ist ja auch eine schöne Sache für die alten Leute. Wird nur nicht genug angenommen.
Wir haben so viele alte Leute, aber es sind wenige, die das immer annehmen. Das ist schade, weil wenn es schon mal so ehrenamtliche Menschen gibt, die sich dann für so eine tolle Sache engagieren, und dann schade. Gut, ich krieg gerade ein Zeichen von der Regie, wir sollen langsam wieder... Ja, ja, trotzdem vielen Dank. Na, die Damen, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ja, und eine neue segensreiche Woche. Ja, wir haben es auch bald geschafft. 6 Uhr und dann ist Pillow. Gut, Dankeschön. Ne? Also Hermann, ja. Danke nach draußen. Ich hoffe, du kommst jetzt gleich wieder hier rein. Ich habe am Dienstag habe ich es schon mal angekündigt. Mit dem folgenden Thema: So kommen Sie durch den Winter. Also, meine Damen und Herren, es reicht nicht aus, wenn Sie die Heizung nur auf 5 stellen, denn die Wärme, die kommt von innen, oder die Wärme soll von innen kommen. Dann kommen Sie am besten durch den Winter. Da müssen Sie aber einiges auch noch beachten, und zwar viel Obst essen. Dann auch die Gurken mit der Schale essen, denn in der Schale der Gurke stecken 50% der Vitamine, die überhaupt in einer Gurke vorhanden sind. Viel Tee trinken, Bananen essen, und Hermann, ich sehe gerade, du bist gerade wieder gekommen, kannst du ruhig wieder hinsetzen. Ja. Walderdbeeren oder Waldbeeren an sich, das sind reine Vitaminbomben für den Winter. Hast du schon Waldbeeren gesammelt? Als Gast und lass mich von dir interviewen. Also, deine Frage lautete wie? Meine Frage lautet ganz einfach mit folgendem Thema jetzt. So komme ich durch den Winter. Zu Fuß. Zu Fuß, das ist eine sehr gute Sache. Bewegung schadet auch nicht. Nein, also Bewegung tut immer gut. Da darf ich direkt daran, darauf hinweisen, dass ich im Gegensatz zu dir gestern an einem 10 Kilometer Volkslauf in Speicher teilgenommen habe. Die Zeit 48:24. Da muss ich jetzt auch mal zu sagen, es ist ein bisschen peinlich, aber wir waren mit dem ganzen Team mal auf dem Trimnich-Pfad laufen, und Hermann ist uns da eigentlich davon gelaufen, und naja, wie gesagt, es hat wir nur sind da Summ hinterher gemacht. Gelaufen und am Ende sind wir doch gegangen, und das war es nicht. Ja, ich versuche ja schon seit einiger Zeit das Team ein bisschen flotter zu machen im Laufen. Aber ich gehe dann regelmäßig sonntags morgens. Also ich hatte dann Vorschlag zu machen. Ihr kommt nicht. Du läufst für uns eine Runde für den Sven, eine Runde für den Dirk, eine Runde für dich, für mich, zwei Runden für den David. Das ist ein sogenannter Benefizlauf. Genau. Lass und mal pro Runde du laufen, du, laufen für Holger. Das ist gut. Ja, laufen für Holger. Und pro Runde darfst du die Sendung für 5 Minuten überziehen. Ja, ich darf so vieles und habe ein leeres Glas vor mir stehen. Sauber. Finde ich eine tolle Sache. Ja, du kannst ja Diplom, hey, leer. Man munkelte, es gäbe hier Kaffee. Ich habe einen Holger eingebracht. Danach habe ich nichts mehr davon gesehen. Ja, unser Gast hatte Cola. Das hat dem geschmeckt. Ich finde es schön hier bei wenn euch. Wir jetzt mal gerade organisieren können, bitte mal alles, was wir haben an, nee, nicht an Essen alles. Und mein Trinken. Da hinten stehen, ja. Aber du hattest irgendwie eine Frage bezüglich der Walderdbeere, oder was? Und zwar im Winter, wie man am besten durch den Winter kommt. Man weiß ja, dass Wärme von außen allein nicht reicht. Es reicht nicht, wenn man sich daheim an den warmen Ofen setzt, die Heizung auf volle Pulle laufen lässt, denn die Wärme, die muss von innen kommen. Und trinken Schnäpschen. Genau. Ein Schnäpschen trinken, aber auch viel Obst essen, damit dein Kreislauf weiter arbeitet, gut arbeitet. Und, ach genau, hier unser... Das ist für den Gast. Ich bin der Gast. Er ist der Gast. Ein Plätzchen habt ihr nicht dabei. Zucker habt ihr auch nicht. Ja, doch, noch mehr Kritik? Da. Oh doch, Zucker ist da. Bravo. Ja, okay. Ich guck mal, abgelaufene Milch ist da. Ich klemme das mal so ein. Wärme behandelt, ja, das ist nichts für dich, bleib mal hier. Doch, die brauche ich. Ich brauche Milch. Dann. Ich brauche Kaffee und Milch. Hermann, isst du Gurken? Nur wenn ich schwanger bin und dann mit Sahne. Nee, eigentlich nicht. Hin und wieder. Ich meine jetzt nicht die kleinen, sondern die großen. Ja, als Salat. Also im Salat isst du die. Meine allerliebste Gattin,
Er geht zuweilen hin und kauft sich eine Salatgurke, schneidet die dann in Scheiben und fügt diverse Dinge hinzu, sodass man nachher von einem Gurkensalat sprechen kann. Gut. Wie isst du diese Gurke? Mit oder Mund. Ohne der Schale? Mit dem Mund. Achso. Wird die vorher geschält oder? Ja, also bei uns zu Hause pflegt man noch die Gurke zu schälen zuweilen. Wobei ich in diversen namenhaften Restaurants bereits schon ungeschälte gegessen habe. Ja, denn, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, denn in der Schale an sich stecken 50% der Vitamine, die in einer ganzen Gurke enthalten sind. Ja, ich mache aber FDH, also brauche ich schon nur die Hälfte, also kann ich sie wiederum schälen. Ja, da würde ich sagen, ist einfach die halbe Gurke. Achso, das ist natürlich auch eine Idee, ja genau. Ja, dann hast du ja 50% der Vitamine von der ganzen Gurke gegessen. Und wenn die ja noch schält, dann hast du nur 25% der ganzen Gurke. Ist das jetzt hier eine Ernährungsberatung oder ein Mathematikkurs? Beides. Beides. Eine Kombisendung. Dann, genau, wir waren bei den Waldbeeren stehen geblieben eben. Was hat er mit den Gurken? Ja gut, okay. Ja, die Gurken, 5% der Vitamine. Ist durch, ja. Gurken sind durch, jetzt kommen die Waldbeeren. Zuschauer haben wir da. Sven Wilhelm ist zum Beispiel, hält gar nichts von Beeren, von Gurken. Es sei denn, sie sind auf dem Hamburger drauf, dann ist da die Gurken auch. Aber ich glaube, der hat noch nie eine Gurke von außen gesehen, aber ist egal. Obwohl er leider manchmal das Leben gurkt. Ja, er gurkt eigentlich nur durch die Gegend. Wenn die Kamera das jetzt mal zeigen kann, er gurkt jetzt hier und drückt den Schalter. Ein Gurkenschalter. Ja, gut. Ja. Aber wenn du durch den Wald läufst, wenn wir da beim Laufen mal waren, ja. Wenn du durch den Wald läufst, dann läufst du doch bestimmt an irgendwelchen Sträuchern vorbei, ja. Wo dann Brombeeren oder Himbeeren wachsen. Ja, lässt du die dann links liegen oder rechts liegen oder? Das darf ich ja jetzt nicht zugeben, weil ich laufe ja am Weinberg vorbei. und wenn ich ja jetzt dazu etwas sagen würde, könnte ich mich da in eine sehr unangenehme Situation bringen. Von daher lassen wir das mal mit dem Weintrauben. Doch, ich komme auch an Hecken und Sträucher vorbei, wo sogenannte Brombeeren beheimatet sind. Und wenn die nicht schon von anderen Joggern schon vorher weggefuttert wurden, ja, dann muss ich halt auch stehen bleiben und von diesen köstlichen Beeren futtern und meine Trainingseinheit einfach mal unterbrechen. Das ist sehr, sehr gut. Denn Waldbeeren an sich sind ja, wie man das so weiß, richtige Vitaminbomben. Da sind ziemlich viele Vitamine drin, egal wie sie heißen, A, B, C, D, E, F, G bis Z. Mhm. Gibt's sie überhaupt? Weiß ich nicht, aber wenn du sagst, ich glaub dir alles. Das ist gut. Ob sie Zuschauer allerdings glauben, weiß ich nicht. Das müssen wir so befragen. Gott sei Dank haben wir jetzt keine Telefonleitung geschaltet. Aber ich glaube dir, Holger. Das Telefon hier klingeln und dann wäre irgendeine so eine Ernährungsberater. Holger, ich glaube, ich vertraue dir. Also, du vertraust mir. Ja. Majose, Benner. Ich glaube, ich unterbreche mal das Interview hier einfach. Und warum? Wir waren eben zum Beispiel beim Sven Wilhelm auch mal stehen geblieben, wenn er bitte nochmal zu mir kommen könnte. Das ist die sehr gute Bereitschaft vom Sven. Astrein, sehr gut. Doch, komm, ich bitte dich mal gerade nochmal. Komm, Sven, setz dich hier mal hin. Da sabbelst du doch ein bisschen in mein Mikrofon rein. Denn Sven, wir waren eben stehen geblieben, was heißt eben, vor einer guten Stunde stehen geblieben bei unserer sogenannten Neuauflage des Filmtipps. Ja. Gut. Wenn das genauso schnell geht, wie du jetzt hier redest, dann sind wir, naja gut, haben wir nächstes Jahr noch nichts. Also wir haben noch 25 Minuten zu überbrücken. Wir ziehen heute sowieso ein bisschen. Ich mich langsam reden durchaus, ja. Der Filmtipp. Was für Beiträge oder was für Filme werden wir dort vorstellen? Gut, man merkt also, Sven hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Was für Filme wir vorstellen werden, das sind eigentlich die Filme, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von den Filmverleihen, die Filme an uns verleihen. Das ist beziehungsweise gut. An diese Beiträge. Und da sind wir auch beim zur Verfügung stellen. Stichpunkt, und zwar, wie gesagt, heute schon mal ein Thema gewesen, Sponsoring, Werbung, Unterstützung, denn ohne die Unterstützung, so hat es Heribert Geiter eben auch gut erklärt, ohne Unterstützung geht es gar nicht. Ich meine, ohne Unterstützung von irgendwelchen Fremdfirmen
hätte man nicht so die technische Einrichtung oder verschiedene Einrichtungen, die man jetzt auch hier haben, wenn das jetzt hier alles... Wir würden jetzt am Boden sitzen, zum Beispiel, gesponsert wären. Aber die Mikrofone hätten wir immerhin zur Verfügung. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Ja, die Mikrofone... Die haben wir selber bezahlt. Die haben wir selber gekauft. Ja. Und wie so verschiedene andere Sachen. Obwohl, ganz auch. Ehrlich, wir haben da wunderschöne Stühle, die sind wesentlich... die hier sind bequem, das sind Rattanmöbel, da sammelt sich... Auf jeden Fall beim Filmtipp, da möchte ich mich auch ganz recht herzlich bedanken. Sie können es jetzt leider nicht empfangen. Und zwar unsere Firma, ja, mit der wir zusammenarbeiten, das ist zum einen Disney, Buena Vista, Universal Pictures und... Ja, gute Frage, wer ist es? Sag, spann die Leute nicht so auf die Folter. Ihr seid Gensberg Production. Ich muss mal gerade gucken. Also, ich gehe dann doch mal lieber. Nein, Heribert ist nicht tot umgefallen, ist okay. Nee, also mit den drei Firmen arbeiten wir zusammen. Disney, Buena Vista, Universal Pictures. Dirk steht alleine hinten in der Regie und weiß gar nicht, was er machen soll oder wie oder was. Ja. Ja, okay, da gibt es doch irgendwelche Leute, die ihm helfen oder so. Haben wir überhaupt eine Matz? Nee, ich glaube nicht. Also, ich würde sagen, Hermann, unterhalt du dich einfach mal mit dem Sven. Ich gehe mal nach hinten. Sven, ja. Dann führe ich mal... Rück mir erstmal eins weiter, ja? Ja. Also, rück ich nämlich auch ja, auf? Wir wollen ja dieses Gespräch auf einem gewissen intellektuellen Niveau halten. Ja, gut, dass der Holger erstmal weg ist. Von daher machen wir dann einfach weiter, wo der Holger eben begonnen hat, mit der Ernährung. Oh, da bist du aber, glaube ich, bei mir an der falschen Adresse, oder? Das weiß ich schon nicht, das will ich jetzt erstmal ergründen. Kennst du also auch Himbeeren? Ja, ich habe das schon mal in Büchern, also du kennst doch im Biologieunterricht, da gibt es doch diese komischen Papierberge, die so in so Pappe eingeschweißt sind. Das nennt man, ich glaube, Buch, ne? Diese Bücher, da habe ich schon mal diese komischen farbigen Applikationen auf gut Deutsch Bilder gesehen, wo sowas drauf war. Aber ja, noch nie irgendwo live in so einer Gefriertruhe irgendwo eingeschweißt. Ja, wir hatten damals, als es noch in Trier Gärten gab, also ich weiß ja, Trier ist eine riesengroße Großstadt, zumindest hat sie Bestrebung. Große Vorort von Wittlich, ja. Ja, und die machen ja immer alle Grünflächen im Moment platt und du kennst ja dieses Spielchen. Ne? Und da gab es mal sowas bei uns im Garten, das nannte sich, ich glaube, Erdbeere und Himbeeren und Brombeeren hatten wir auch, glaube ich mal. Das ist aber schon Dekaden her, ja. Ich wollte vielleicht auch noch so einen kleinen Ernährungstipp geben, weil der Holger eben gesagt hat, man sollte bei kaltem Wetter irgendwie so ein Schnäpschen trinken und Obst essen. Das lässt sich ja auch kombinieren, wenn ich mir jetzt schon so einen Rumtopf hole. Ne? Da sind ja immer so ein paar schöne Früchte eingelegt. Ja, prinzipiell. Sind da auch Vitamine drin? Kann man es dann kombinieren. Ja, ob dann in den Früchten noch Vitamine drin sind, das wage ich zu bezweifeln. Ich würde mal sagen, da sind Spuren von Vitaminen drin, von daher sind da Vitamine Spurenelemente. Drin. Ne, Spuren von Vitaminen. Spurenelemente ist ja schon wieder was ganz anderes. Ist auch gesund, also Finger weg. Holger kommt wieder, was willst du? Was willst du? Ja genau, Holger, was willst du? Nein, wir haben eben ein sehr guter Beitrag vom Dirk zum Beispiel. Wir haben eben darüber geredet, dass wir von verschiedenen Firmen unterstützt werden. Mhm. Unter anderem auch von Disney. Und der Sven hat zwar eben das Band doch wieder in den Karton gelegt, aber wir wollen es dann doch mal gerne zeigen. Und zwar, wir zeigen jetzt einfach mal einen kurzen Ausschnitt von einer Sendung, die wir gemacht haben. Da waren wir mit Paul, wurden wir im Disneyland ins Disneyland eingeladen und wir zeigen jetzt einfach mal einen kurzen Ausschnitt von diesem Beitrag. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir hier auf dem Mittelpunkt dieses Platzes. Jetzt ist die große Parade im Gange und wir hoffen, euch mit ein paar schönen Bildern inspirieren zu können. Schaut euch das an. Die Parade ist jetzt schon im Moment ja im Gange und die müsste gleich hier rumkommen und schaut gemütlich und angenossen zu. Ich wünsche euch viel Spaß.
So, werte Fernsehzuschauer, jetzt gehen wir in die Höhle des Löwen, wie man so sagt, zum Drachen. Und lasst euch mal überraschen. Viel Spaß, bis gleich. So, sind wir noch drauf? Kann ich ein bisschen Licht haben, sonst habe ich dunkle Hermann hinter dunklem Hintergrund. Ah, da sind wir. Das ist super. Okay, hier sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Studio des offenen Kanals Wittlich, Ihr Kuschelsender im Raum Wittlich. So, ich darf mich nochmal setzen, weil ich den ganzen Tag immer hin und her gelaufen bin. Wir haben heute eine ganze Menge gesprochen über Werbung, über Sponsoring und viele Dinge. Daher vielleicht nochmal ein Aufruf in eigener Sache. Sie sehen natürlich hier beispielsweise diese Rattan-Garnitur, die wir von einem großen Möbelhaus aus dem Industriegebiet 2 geschenkt bekommen haben, was so kräftig gelb angemalt ist und rote Fenster hat. ein King unter den Möbelhäusern, um das mal so zu sagen. Diesem Möbelhaus nochmals vielen Dank. Wir werden also diese Garnitur in jeder unserer Sendungen präsentieren. Gell, Holger, machen wir da. Unsere Gäste setzen sich da rein. Ja. Na? Ist leer. Ja. Gut gemacht. Daher an dieser Stelle ein Aufruf an alle diejenigen, die jetzt zu Hause vor dem Bildschirm sitzen und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld oder die halt ganz gerne den offenen Kanal unterstützen wollen. Ja, da haben wir auch ein Konto eingerichtet gerade. Den Geldbetrag können Sie schon mal als Zahl uns mitteilen unter info@satv-wittlich.de. Und wenn Sie da Ihren Betrag reingeschrieben haben, teilen wir Ihnen auch unsere Kontonummer gerne mit. Ja. Gut, kommen wir nochmal. Ja. Jetzt fällt mir der Übergang etwas schwer. Ich muss sagen, Quatsch beiseite, aber mal ernst werden. Es ist also wirklich so, dass wir natürlich bemüht sind, so circa 5, vielleicht manchmal 6 Mal im Jahr eine gute Sendung zu produzieren. Und das geht natürlich nicht ohne Eigenanteil ab. Und wir sind natürlich auch nicht so bei Kasse. Wir sind also gerne bereit, wenn eine Firma bereit ist, uns zu unterstützen, dass wir den Namen der Firma im Abspann erwähnen oder je nachdem, was wir da an Sachgegenständen bekommen haben, dass wir die Firma auch in der Sendung nennen. Wir dürfen natürlich jetzt nicht dauernd darauf hinweisen, von wem diese Dinge sind, weil das ja dann wirklich in die Werbung geht. Aber sich bedanken bei Sponsoren und bei Gönnern, bei Spendern, das dürfen wir natürlich tun und das werden wir dann auch mit Sicherheit tun und dann das Versprechen dann einhalten. Also meine Bitte, haben Sie nicht die Möglichkeit oder sehen Sie nicht die Möglichkeit, uns hier im offenen Kanal zu unterstützen. Wie gesagt, wir sind für alles froh, was uns angeboten wird. Wir können im Grunde genommen alles gebrauchen. Wie gesagt, diese Sitzgruppe, da waren wir sehr froh mit, weil dann haben wir die Gelegenheit, einmal den Moderator irgendwo hinzusetzen, dass er nicht stört und noch einmal, dass wir Platz haben für unsere Gäste, dass die dort Platz nehmen. Was brauchen wir noch? Ein Goldfisch-Aquarium. Damit sich der Goldfisch vermehrt und wir goldig werden. Ja, klasse. Hermann, das ist ein Wort. Wir organisieren für die nächste Sendung ein Goldfischglas. Das heißt, du startest jetzt einen Aufruf? Wir starten jetzt einen offiziellen Aufruf. Die Zuschauer, die noch einen Goldfisch daheim übrig haben, mit Glas, können das Ganze gerne an Hermann Josef Haller geben oder hier im offenen Kanal abgeben. Dieser Goldfisch wird dann das offizielle Maskottchen der Sendung Hermann kommt. Wir sind natürlich gespannt, was das für ein Goldfisch ist. Wenn er schon einen Namen hat, bitte dabei schreiben, damit wir wissen, wie wir ihn anreden müssen. Ich würde aber eher darum bitten, dass wir den Namen, dass wir den selber aussuchen dürfen. Dann werden wir hier auch in der ersten Sendung, wenn wir den das erste Mal präsentieren, so eine kleine Tauffeier machen. Ne? Ach, dann willst du mit Wasser taufen? Ja, mit Wasser, genau. Gut, nee, das ist ein Wort. Dann mit Luft, dann kommt also eine Spritze von oben, dann wird also Luft reingetragen. Also, meine Damen und Herren, ein Aufruf an Sie zu Hause. Nein. Wo sind wir denn jetzt hier? Da. An Sie zu Hause. Wir suchen einen Goldfisch mit Glas. Natürlich ist nicht so ein Aquarium, das muss ja irgendwie auch hier reinpassen, sondern so ein kleines Bonbon-Glas. Das reicht eigentlich schon, wie man es von früher so kennt, aus dem alten Tante-Emma-Laden. Ja, so, Hermann, so, das so, kennst so, du noch, gell? Ja, kenne ich noch. Also so ein Goldfisch für zwei Personen, so für Goldfisch Größe. Goldfisch für zwei Personen. Ja. Größe her.
mit Namen, wir taufen ihn sowieso anders dann, aber mit dabei schreiben. Was soll dabei? Wie alt er ist? Ja, ich werde also alle Angaben, die uns überliefert werden, dann von dem Vorbesitzer. Wir sind natürlich auch gerne bereit, eine Patenschaft zu übernehmen für einen Goldfisch. Wenn Sie also Ihren Goldfisch nicht hergeben wollen, sagen aber, okay, wir wollen ihn in jeder Sendung präsentieren, dann können Sie natürlich gerne mit Ihrem Goldfisch hier hingeschippert kommen. Und wir werden ihn hier präsentieren. Sie können ihn nach der Sendung wieder mitholen. Das überlassen wir Ihnen. Dann haben wir das Futter gespart. Aber nächstes Mal, in der nächsten Hermann-Kommt-Sendung, ist ein Goldfisch da. Das wollen wir doch hoffen. Das wollen wir hoffen. Wir versuchen alles, einen Goldfisch zu bekommen. Dann haben wir noch etwas vor. Du weißt es noch nicht. Ach. Haben wir planen ja immer im ganz Geheimen planen wir immer Sachen. Ja. Und zwar, du wirst ja erst dann informiert, wenn die Planungen bei uns abgeschlossen sind. Das ist mir auch lieber so. Denn wir müssen ja gucken, ist das technisch möglich? Genau. Nicht, dass du dann irgendwas machen willst und es klappt nicht. Weil das wäre dann, naja. Peinlich. Aber es wäre peinlich. Aber wir haben uns da etwas überlegt. Und zwar haben wir einen Gedanken nochmal aufleben lassen, den wir eigentlich vor gut einem Jahr mal hatten. Besser gesagt, der Sven und ich haben uns das Ganze überlegt. Der Sven hat einen Gedanke gehabt. Sven, Schürkrat, du hast einen Gedanke gehabt. Also Sven hat auch manchmal Gedanken. Man kann es jetzt hier sehen. Er denkt immer noch. Aber alle Gedanken, die der Sven hat, also ich weiß nicht, ob die so spruchreif sind für hier im breiten Publikum zu garantiert nicht, also das also, kannst du voll knicken. Sagen wir mal so, doch, lass wenn raus, man das Ganze jetzt mal 4 Stunden, 5 Stunden weitermacht, dann kann man dem Sven seine Gedanken hier preisgeben. Nein, ja, aber der Gedanke war eigentlich vor gut einem Jahr mal entstanden. Und wir sind jetzt so weit, dass wir das Ganze auch machen. Und zwar eine Sendung in dem Möbelhaus, wo man ja durchaus wieder den Namen nicht mehr nennen darf. Nein, dieses gelbe Möbelhaus mit den roten Fenstern im Industriegebiet 2 können wir nicht dauernd erwähnen. Eine Sendung in diesem Möbelhaus wollen wir machen, und zwar zur Weihnachtszeit. Ja. Wieder an einem verkaufsoffenen Sonntag. Kommt's allmählich? Gibt es jetzt im Weihnachten verkaufsoffene Sonntag? Da gibt es ja nur diese langen Samstage, ne? Da gibt es auch einen verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten. Ein Heiligabend? Nein. Gut, ja, verlass mich drauf, wenn du das so sagst. Und zwar, das ist jetzt auch ein Wort an dich. Ja, ein Wort. Hermann kommt. Hermann kommt. Und Hermann im Dezember geht. In diesem gelben Möbelhaus. Als Weihnachtsmann. Nicht als Weihnachtsmann, sondern als Mann mit so einer komisch großen, gekreuzten Mütze mit einem weißen Umhang, mit einer Schürze. Machen wir es mal kurz. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Hermann backt an Weihnachten im Möbelhaus einen Kuchen mit Plätzchen, ein richtiges Weihnachtsessen. Ah, jetzt habt ihr mich. Das ist eine Retourkutsch, für, wo ich euch mit Deutsche Schiebs reingeritten habe. Das ist das, wo du uns reingeritten hast. Jetzt reiten wir dich in irgendwas rein. Also ich muss also jetzt einen Kuchen backen im Möbelhaus gehen. Ist denn wenigstens eine prominente Persönlichkeit dabei? Denn wir haben ja schon unseren Zuschauern schon lange die Landrätin versprochen. Vielleicht wäre das eine Gelegenheit, wo wir die Frau Leschwieber mal ansprechen, ob sie mir da hilft beim Backen. Weil das sie backt ja auch immer ganz kleine Brötchen, aber die Brötchen, die dann gebacken sind, die sind aber auch dann lecker und genießbar. Wen wir auch versuchen einzuladen, ist der Mann, den du eigentlich schon mal einladen wolltest, wo du schon den ersten Kontakt aufgenommen hast. Der ist tot, das ist Jimi Hendrix. Nein, nicht der. Auch nicht Kermit der Frosch. Nicht? Sondern? Sondern jetzt Alfred Biolek. Biolek? Wir versuchen Alfred Biolek zu bekommen. Oje. Ins Möbelhaus Kings. In das Möbelhaus im Industriegebiet. Mit der Herr Biolek und mit mir kochen. Da frage ich mich, wer mit wem kocht. Gut. Ihr versucht das. Wir versuchen es. Ich drücke euch die Daumen, aber da bin ich sehr skeptisch. Dass er kommt, klar, aber Hermann kommt. Hermann kommt, ständig, Hermann kommt. Ja. Ja, ständig. Ja, in das Möbelhaus. Ich komme in das gelbe Möbelhaus mit den roten Fenstern im Industriegebiet 2. Ich glaube, wir gehen jetzt doch mal lieber darüber, sonst. Ja, mit. Ja. Jetzt müssen wir hier mal gerade ein bisschen aufräumen. So wird hier aufgeräumt. Alles fort. Ja, es geht doch eh aufs Ende zu. Ist die Musik vorbereitet für den Abspann, liebe Regie? Ja, wir machen ja noch ein bisschen, wir kochen ja noch ein bisschen.
Wir kochen die Vorbereitung. So. Sollen wir jetzt schon festmachen, was du da machst? Ja, ich backe einen Kuchen, ne? Ja, nicht nur einen Kuchen. Ja, wie soll ich noch mehr kochen? Ich meine, ja, einen Kuchen backen, wenn ich jetzt mal alle Zutaten habe, da ich ja schon... Zutaten, was brauchst du da? Es wäre ja nicht das erste Mal, wenn ich das Kuchen backe. Bisschen Wasser, dann die Fertigmischung von dem großen Kasten, was auch im Industriegebiet ist, rein, fertig. Macht unser eins nicht, also wenn, dann richtig, ja. Da fällt mir auch der ein oder andere Kuchen ein oder das ein oder andere Rezept, weil ich das schon zu Hause durchexerziert habe. Gell? Guckt ihr zu Hause eigentlich zu, ja? Dann könnt ihr jetzt schon die Rezepte raussuchen. Sagt das beim Kuchen noch Rezept, ja? Damit wir schon zu Hause gemeinsam planen können. Sven wird das Ganze als Betonmischung betiteln, aber... Nee, also, okay. Wir werden... Also das ist jetzt maßlose Unterstellung, Herr Günther, ne? Also wir werden also die Zutaten nicht in einen Betonmischer schmeißen, sondern da gibt es schon, da gibt es ein Rührgerät, Rührbesen, Knethaken gibt es dabei. Also man kennt sich aus mit diesen Dingen. Ich lasse mir da was einfallen. Aber du hast ja noch mehr am Petto, wie es mir scheint. Ja, und zwar, das bekommst du erst dann gesagt. Wir besorgen alles für dich. Ja? Du bekommst quasi 10 Minuten, bevor es losgeht, gesagt, was es ist. Ach du meine Güte. Und dann darfst du anfangen. Dann kann ich mich gar nicht darauf vorbereiten. Damit nicht. Den Kuchen kannst du dir selber aussuchen. Gut, dann... Aber das andere... Nicht. Aber ich stehe aber nicht in der Pflicht, dass ich das, was dann nachher gekocht ist, auch noch essen muss. Das ist dann ihr. Haben wir das eigentlich noch gar nicht überlegt, oder? Moment, wer Sven, Kochter ist? Du Mensch mit Gedanken. Habt ihr das zu Ende gedacht? Sven, ja, das Sven ist... Sven baut hier wieder alles ab. Ja, er hat also nicht so die Aerodynamik wie wir. Du unterstellst mir jetzt, also, dass ich ein Mensch mit... Nein, ich habe jetzt nur von deiner Aerodynamik gesprochen, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich unterstelle dir, dass du in der Lage bist, einen Gedanken, einen bösen Gedanken zu fassen, dass etwas gekocht wird. Böse was, oder niederträchtig was böse? Niederträchtig böse. Oh, das ist die XXL-Version davon. dass ich dann nachher auch noch essen soll, obwohl ich das eigentlich dann gar nicht will. Ja, Sven lacht, bis er sich wieder erholt hat. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich meine, wir haben gerade eben den... Oh, ist die Kamera da? Wir haben gerade eben den Aufruf gestartet zu den Goldfisch, für den Goldfisch, dass wir also ein Maskottchen brauchen. Und es reicht jetzt nicht, wenn Sie uns jetzt hier, wie Sven jetzt auch gerade gesagt hat, Fischstäbchen hier einreichen. Es soll schon ein bisschen lebendiger Fisch sein. Dann ein sehr guter Einfall, finde ich. Wie wäre es denn, wenn Sie uns zu Hause sagen, was Hermann kochen soll? Das Ganze schicken Sie bitte an folgende Adresse, wenn jetzt unser Computerspezialist fertig ist. Wir brauchen jetzt mal gerade unsere E-Mail-Adresse. Ui! Nicht jetzt, sagt er. Naja gut, okay, kommt gleich. Also ja, das wird auch immer etwas länger, bis er was eingeführt, eingegeben hat. Die E-Mail-Adresse ist jetzt da. Haben wir sie? Nein, ist noch nicht da. Ja, auf jeden Fall, Sie haben noch Zeit. Liebes Publikum, haben Sie Nachsicht mit Sven Wilhelm. Er ist halt etwas anders wie andere. Sie schicken uns einfach eine Mail. Jetzt ist es da. Nee, ist egal. Ich meine, Sie schicken uns also eine Mail, wo Sie genau sagen, was Hermann kochen soll. Und wir suchen uns dann das Beste heraus. Also es muss genießbar sein. Ich bitte Sie, ich habe in meinem Leben noch eine ganze Menge vor. Und von daher wäre es mir natürlich eine außerordentliche Freude, wenn Sie gewisse Rezeptvorschläge machen, die nachher auch wirklich letztendlich eine Gaumenfreude für mich darstellen. Also kein Rezept mit der toten Taube, die vorne auf dem Busbahnhof liegt, also sowas natürlich dann nicht. Also es soll ein typisches Weihnachtsessen sein. Wie viele Gänge ist eigentlich egal? Wir können das ganze Möbelhaus ja, also so voll kann ich auch nicht. Ich heiße nicht Alf und habe 7 Mägen. Ich habe nur einen Magen. Aber ich denke, ich bin ja wohl dann nicht derjenige, der es alleine verzehren muss. Da werden ja auch wohl noch einige Gäste im Möbelhaus sein. Dieses gelbe im Möbelhaus. Wir werden davon auch dann kosten. Und ja. Also das ist auch dann, was wir auch dann das wäre also ja, das wäre ja, auch das wäre ja eine Sache. Wir haben ja schon ziemlich viel gemacht. Die Mats ist jetzt nicht da. Das weiß ich ganz sicher. Aber wenn Sie sich vielleicht... Nein, es kommt jetzt keine Mats. Wir haben sie ja nicht da. Ja.
Aber Sie sind ja einiges von uns gewohnt, dass wir mal eine komplette Pfarrkirche in ein Fernsehstudio umbauen, dass wir quasi einen Weihnachtsgottesdienst als Fernsehaufzeichnung aufzeichnen, dass quasi, wenn Sie sich noch erinnern können, damals die Pfarrkirche in Platten haben wir umgebaut mit verschiedenen Traversensystemen, mit Scheinwerfern drin, mit beweglichen Scheinwerfer, mit allem drum und dran. Das war also, man wurde eigentlich fast erschlagen, wo man in diese Kirche kam. So viel Technik war da drin. Kabelstränge, wie sonst noch was. Und es wurde extra für diese Sache ein Starkstromanschluss in die Kirche gelegt. Boah. Weil der vorhandene Starkstromanschluss zu schwach war. Da kann Sven auch noch ein Lied von singen. Hat er damals einen abgekriegt? Jawohl, jetzt ist die Adresse vorhanden, das ist aber nicht die E-Mail-Adresse. Das ist die Internetadresse. Oh Mann! Wie gesagt, wir sind einiges gewohnt, Sie sind einiges wahrscheinlich gewohnt von uns, wie zum Beispiel auch jetzt diese Sendung hier, aber wir werden es möglich machen. Im Möbelhaus wird ein Bereich in der Küchenabteilung abgetrennt, wird quasi ein Studio wieder hineingezogen mit verschiedenen Traversensystemen. Wir versuchen eine Liveband hinzubekommen und Hermann kocht ein Essen, was Sie uns bitte an folgende Adresse schicken. Oh. Folgende Adresse, da bin ich ja schnell mit dem Kugelschreiber. Ich sage es einfach, bewerbung@datv-wittlich.de. Ich meine, ich muss so schwer das Ding dahin zu schreiben. Ja, das ist so vorgespeichert. Bewerbung. Können wir das mal kurz in den Regieraum schalten? Da. Nein, jetzt sind wir bei der E-Mail, nicht bei der Internet. Also bewerbung@startv-wittlich.de. Informationen finden Sie natürlich unter www.startv-wittlich.de oder unter www.ok-wittlich.de/startv oder Nutzergruppe/startv. Falls das richtig ist, auf jeden Fall Informationen finden Sie um was. Sind wir jetzt hier rausgeschmissen oder was? Ja, aber bevor wir rausgeschmissen werden, liegt mir noch eines am Herzen. Und zwar möchte ich mal haben, dass die Kamera vielleicht nochmal ganz kurz hier im Studio rund geht. Denn der Holger und Konsorten, die haben gestern in stundenlanger Aufbauarbeit dieses Studio hergerichtet. Und es macht unheimlich viel her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht daran beteiligt. Ich habe nur die Moderation heute gemacht. Aber wenn ich sehe, was hier aufgebaut ist, der OK ist teilweise neu gestrichen. Das ist schon fantastisch. Ich darf mich bei dem Holger und seinem Team nochmals recht herzlich bedanken, dass sie das so toll hingezaubert haben. Allein hier, wenn wir mal schauen, 1, 2, 3, 4 Fernseher, die aufgebaut sind. Ich denke, das ging nicht in 5 Minuten ab. Das war eine Menge Arbeit. Holger und deinen Konsorten, vielen Dank. Ich denke, wenn ihr euch die Mühe nicht gemacht hättet im Vorfeld, hätten wir heute nicht so ein schönes Studio gehabt. Holger, wer war da alles dran beteiligt? Kannst du vielleicht noch ein paar Namen nennen? Holger, ja. Wer hat dir hier geholfen, das Bühnenbild so hinzuzaubern, wie es jetzt ist? Das ist überhaupt gar nicht. Ja. Also das Bühnenbild ist eigentlich so entstanden, dass wir, wie gesagt, hier den OK gestrichen haben und alles wurde dann wieder von der einen Ecke in die andere Ecke geräumt, dann wieder zurück in die Ecke und dann sind irgendwie die Wände doch mal so stehen geblieben. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich eine Sendung machen, die mit einfachen Mitteln gemacht ist. Mit Mitteln, die dem offenen Kanal eigentlich hier zur Studioeinrichtung gehören. Dann haben wir diese Wände wieder hingestellt. Das sah irgendwie zu langweilig aus. Dann haben wir unseren Fernseher in den Hintergrund gestellt. Da wollten wir eigentlich die ursprüngliche Sendung übertragen. Und dann wurde irgendwie kam dann ein zweiter Tisch drauf. Mit unserem Dia-Projektor da. Mit verschiedenen anderen Geräten, die wir installiert haben. Zum Beispiel hier unsere Kamera, die dieses Bild zeigt, die oben über den Scheinwerfer installiert ist. Dann haben wir uns gedacht, das Ganze für die Zuschauer ein bisschen näher zu bringen. Eine Kamera, die ein Bild aus dem Regieraum zeigt. Und natürlich auch ein kleiner Kontrollmonitor, weil der kleinste ist nur noch übrig geblieben. Ein Kontrollmonitor, der die Sendung zeigt. Unsere Nebelmaschine, unser Ventilator, unsere Scheinwerfer. Alles kam nach und nach hinzu. Lange, lange geil. Gearbeitet. Geil, ne? Ja. Echt? Lange haben wir dran gearbeitet. Gestern bis spät nachts, vorgestern bis spät nachts, gestern Abend noch die Computeranimation gemacht.
Und das hat nicht mehr so hingehauen, dass wir das Ganze auf ein Band ziehen konnten. Wir haben, wenn wir das, nee, wir zeigen es jetzt besser nicht, also wie das jetzt dahinter aussieht, das ist nämlich der ganze andere Kram. Unseren Computer da stehen, der das Bild auf den Monitor schmeißt. Jo. Ja, Holger, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, bevor wir jetzt wirklich von der Regie ganz rausgeschmissen werden. Wir werden von dem heutigen Tag, oder du wirst von dem heutigen Tag einen Zusammenschnitt erstellen. Ja. Und der wird, haut es bis Dienstag hin. Bis Dienstag wahrscheinlich nicht. Ich hoffe mal, dass dein Videorekorder aufgenommen hat. Ich hoffe es. Wie immer, wir haben wieder vergessen, das Band einzulegen. Das Dockband. Unser Dockband. Ja, klasse. Also, ich habe auch in Bernkastel meine Schwester gebeten, die Sendung aufzunehmen. Ich denke, ich habe dann zwei Eisen im Feuer. Irgendwer wird wohl dann. Allerdings ist dann VHS-Qualität. Das ist VHS. Wir werden versuchen, wie gesagt, den heutigen Tag zusammenzuschneiden und mal sehen, wann wir das dann letztendlich senden können. Ja. Dann möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die hier mitgeholfen haben, vor der Kamera, hinter der Kamera. Dann haben wir ganz vergessen, den Schnittplatz zu erklären. Das werden wir natürlich dann weitermachen. Die Sendestraße, die überall zu sehen sind, die da mitgewirkt haben. Die, was bin ich jetzt draußen oder was? Ist Krisch hier? Das ist ja super, ey. Nix. Nix, ey. Nix, 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 nix. Wir haben uns noch gar nicht bei der Eva für den guten Kaffee bedankt. Also wie gesagt, herzlichen Dank an alle, auch für die Teilchenbesorger. Ja. Und David hier. Ja. Hinter der Kamera. Mit Sven, die Linda, der hier jetzt Stress macht. Dirk macht Stress. Dirk Lose, hat mal einen Stress. Der kam am wenigsten ins Bild. Dirk, kannst du mal gerade kommen? Dirk, komm, vor die Kamera. Komm. Wir wollen auch den Dirk. Oh, ich würde einfach mal sagen, alle, die hier irgendwie noch hier das drin sind. Das ist Dirk. Die können einfach mal hier vorne kommen. Habt ihr den Dirk drauf? Also ich würde sagen, kommt mal alle nach vorne. So, das ist Dirk. Der ist so müde, der wird schon reingetragen. Jetzt schleppen Sie Dirk hier mit rein. Der hat sich völlig verausgabt. Ja. Legen wir am besten hier oben drauf, dann fangen wir gleich an mit operieren. So. Hallo Dirk. Hallo. Dirk, was war heute deine Aufgabe? Ja, das war meine Aufgabe. Das scheint dir gelungen zu sein. Jetzt werden wir hier eingenebelt. Wir hatten zum Schluss ein bisschen Chaos, aber sonst war ganz okay. Ja, okay, ich würde sagen, jetzt lassen wir uns rausschmeißen. Nochmal vielen Dank bei allen Aktiven vor, hinter der Kamera. Kommt mal alle nach vorne. Ich wünsche allen Zuschauern noch einen schönen Abend und einen guten Einstieg. Kommt mal alle nach vorne, alle nach vorne. Schöne Woche. Das wünscht das alle nach Team vorne. Von Star TV. Haben wir die Musik noch irgendwo? Ja, die Musik. Jetzt Philipp, kommen komm alle dabei. Und gehen wieder alle. Der Philipp hatte die Aufgabe, die Teilchen zu essen, die wir besorgt haben. So, okay, vielen Dank. Der Dirk Lose, der Philipp Borsch, der David Schneider, der Sven Wilhelm, unser Chef, der Holger Günther. Hinten im Geschäftszimmer der Hans Pagen, auch als Interviewpartner, die Linda, die Eva und die Theresa. Ja. So, jetzt kann man uns rausschmeißen. Jetzt kann man uns gleich rausschmeißen. Ich sag noch eins, meine Damen und Herren, es hat mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben oder nicht zugeschaut haben. Wir haben natürlich mit vielen, vielen Geschäften heute auch zusammengearbeitet, die uns einen Fernseher in den Hintergrund gestellt haben. Ja, genau, ja. Und ich hoffe, dass Sie nächsten Dienstag wieder hier einschalten beim Programm des offenen Kanals. Da geht es mit dem regulären Fernsehprogramm weiter. Und am 3.10. Hermann kommt, die Kindersendung. Ja. Und wo wir auch natürlich gespannt sind, die Weihnachtssendung, wo der Sendetermin noch nicht feststeht. Aber Sie schicken uns natürlich dann die Sachen. Der Endspann ist ja schon gelaufen. Der Endspann ist gelaufen. Tschüss. Ja, die Sendung ist gelaufen. Bis nächsten Dienstag.